So, und damit ein herzliches Willkommen. So, habe mich gerade noch schnell hingesetzt und freue mich jetzt in Kullerkeks, dass ich hier sein darf. Jetzt ist hier das Tablet ausgegangen. Zack. So, hier. App öffnen. War das Problem ist, dass ich ansonsten hier die Szene nicht wechseln kann. Weißt du, was ich meine? Welchen Knopf drücke ich denn da? Den hier. So. Ich denke mal, wir können mit dem Licht... Das ist zu hell. Was mache ich denn da? So? So ist okay. Das ist sonntaglich bescheiden. So nennen wir es jetzt einfach mal, nicht wahr? Sonntaglich bescheiden. So. Ich hatte Dinge vor. Dinge hatte ich vor. Dinge. Ach, verdammt, bin ich müde. So, was hatte ich vor? Ich wollte erstmal den Zoo starten. Das ist doch eine gute Idee. Ich mach das mal so ein bisschen im Hintergrund. Freunde, wie war euer Wochenende? Ach, richtig hinsetzen. Also mein Wochenende war lang. Das kann ich euch sagen. Aber es könnte vielleicht auch daran liegen, dass irgendein Stan irgendwie ziemlich, naja, müde war. Ich habe gerade eine sehr geile Idee, die muss ich mal kurz aufschreiben. Das große Ideenbuch, wo alles drinsteht, ne? Man kennt es. Man kennt es, man liebt es. So, haben wir. Haben wir. Ich habe heute einen Mandrill auf dem Bildschirm. Das ist auch ganz süß. Ich liebe ja Mandrills. Mandrills sind so Creme de la Creme. So. Was haben wir hier? Grasland. Graslandschaften, Tierpaket. Auch sehr cool. Der Stam braucht heute viel Wasser. Dahin. Zum Franchise gehen. Ja. Schon irgendjemand da? Hallo? Guten Tag? Ihr da draußen im tiefen Internet? Ich meine, ich zieh das hier auch alleine durch, ne? So ist es nicht. Ja, wir starten das Spiel, wir gucken mal. Ach, siehst du, das andere wollte ich auch noch machen. Ich habe eine lange Liste von To-Do-Sachen. Es wird wieder ein langer, langer Tag. Man kennt es, ne? Hiervon ein bisschen, davon ein bisschen. Ja, ja, so ist das mit den Whiskers. So, ich meine, Gott sei Dank seht ihr das hier gerade noch nicht. Das wollte ich noch schnell heimlich machen. Heimlich. Das. Eins geht noch. Wir das.
Das packen wir da jetzt mal drin. Zack. Zack ist so mit mein Lieblingswort. Merkt er selber, ne? Das merkt er selber. So, jetzt passiert das da erstmal. Und dann gucken wir gleich mal. Geht gleich los. Ja, aber die dürfen doch da gar nicht lang. Das ist ein Mitarbeiterweg. Wie können die auf die Mitarbeiterwege gehen und dann einfach... Pass mal, guck mal. Guckt euch das mal an. Ist das verrückt? Jetzt beschweren die sich, dass zu viele Mitarbeiterräume hier in der Nähe sind. Ja, es ist ein Mitarbeiterbereich. Ich meine, was erwarten die? Ich weiß aber auch nicht, warum ich hier so viele von denen habe. Ich meine, das sind ja schon wieder Legionen. Kennt ihr die Szene, wo, aus Herr der Ringe? Wo die Uruk-hai-Armee aufmarschiert? So in etwa ist das hier auch. So darf man sich das vorstellen. Genau, wir waren hier drüben beschäftigt. Und zwar mit dem Waschbärgehege. Da würde ich jetzt einfach gerne schon mal so ein bisschen mit dem Erdtool drüber gehen. Und gucken, dass wir vielleicht noch ein, zwei kleine Büsche mit reingesetzt bekommen. Aber irgendwas Kleines, Hutzeliges. Weißt du, was für zwischendurch... Dass es halt ein bisschen niedlicher aussieht. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Hier ist sowas. Nee, der ist zu groß. Ich hätte gerne das kleinere. Hier, den da. Ich habe nachher noch eine... Also ich habe Lego für heute gestrichen, weil ich nachher noch eine Runde... Man of Medan mit Tine spielen wollte und ich habe heute echt, ich bin um sechs habe ich mit Quatschen aufgehört heute, also ich bin kurz nach sechs ins Bett, ich bin heute müde und ich muss irgendwo, ja, Lego versuche ich irgendwo auf nächste Woche zu legen. Ahoi, hallo Kaselinchen. Das heißt, wir basteln jetzt hier und basteln dafür irgendwann nächste Woche nochmal mit. Muss ich gucken, dass ich irgendwo früher von Arbeit abhaue. Karselinchen, wie geht's dir? Wie steht's dir? Weißt du, meine Waschmaschine klingt gerade, als würde sie irgendwo abheben wollen. Und das macht mir Sorgen. Große Sorgen, um ehrlich zu sein. Es geht bergauf. Das hört man noch gern. Du meinst, du bist am Gewinn gegen die Erkältung. Den hier hätte ich gerne noch mit, danke. So, kann sein, dass ich heute noch ein bisschen geistig durchhänge. Also alles wie immer. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht großartig Sorgen machen. Das kriegt der Stan schon irgendwie hin. Ja, ich weiß, ich habe die heute vielleicht ein bisschen dolle voll geklatscht. Das muss ich mir vielleicht eingestehen. Aber ich hatte auf einmal so viel und ich habe es heute nicht mehr geschafft, eine zweite anzuschmeißen, weil ich habe ja bis 11, ich habe mich gewagt, bis 11 zu schlafen. Schweinerei, ich weiß. Wie kann er nur? Jawohl. Hau zurück. Ich finde es übrigens immer noch eigenartig, ich überlege ständig, wer Moni ist. Das lief neulich in der Core-Session genauso. Bei Hummel. Warst du eigentlich gestern noch bei Hummel? Wenn ja, wie lief's? Also gegen früh, so in der Früh, da war er irgendwie nicht mehr so begeistert, der Arme.
Ich meine, ich habe mich nachher solide aus dem Mist wieder rausgerissen da. Da kann man echt nichts sagen. So, jetzt kommt hier noch irgendwie ein Klettergerüst oder so was drin. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache mit dem Klettergerüst. Ich bin relativ schnell eingepennt. Naja, mach das mal, mach das mal. Rati, wie läuft's bei dir? WLAN-Router läuft wieder oder eher nicht so? Rati ist auch ein schöner Name. So. Zack. Steinchen. Steinchen sind immer wichtig, aber ich krieg die Farbe irgendwie nie so richtig hin. Bei der Farbe bin ich immer noch so ein bisschen aufgeschmissen. Also ich gehe schon ins Schwarze über. Ändert sich die Farbe überhaupt? Ich hätte den nehmen müssen, auch gut. Ah, das hätte ich gern. So. Zack. Hier drüben auch nochmal ein paar Steinchen hin. Im Hintergrund werden wir noch ein bisschen was an Spielzeug verstecken. So hätte ich das gerne. Oh nein, passt es. Ich gehe mal telefonieren mit meinem Internetprovider. Das ist schön. Ich gehe mal ganz schnell Nase putzen. Ich bin auch sofort wieder für euch da. Aber ich bin immer so... Der Körper überreagiert immer so, wenn er vorm Stream sitzt. Das ist richtig gruselig. So, da bin ich wieder. Schnell Nase geputzt. Jetzt geht's besser. Was kann ich denn hier drüben aus dem Beet noch so gebrauchen? Wir machen heute einfach ein sehr anständiges Recycling. Oder ich werde mal selbst ein bisschen kreativ. Nee, das kann ja... Das geht ja nicht an, ne? Selbst kreativ werden, so ein Blödsinn. Ich guck mal das hier. Dieses Gras mag ich irgendwie immer sehr. Es ist zwar relativ klein, das heißt, du musst eine Menge davon setzen. Aber... Es wird. So, dich hätte ich gerne hier so ein bisschen rauswachsen. Und dich hätte ich gerne hier oben so ein bisschen rauswachsen. Ah. Was denn hier erwischte das, was du eigentlich haben möchtest? Wir nehmen den hier. Machen mal den hier. Und machen an Oberfläche ausrichten aus. Move. So. Hier auch nochmal. Himmel, Herrgott, der Allmächtige. Ich habe den ganzen Tag nicht genießt. Meine Nase lief den ganzen Tag nicht. Jetzt sitze ich hier und meine Nase läuft. Danke, Unartiger. Und hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Du warst gestern auch ganz schön lange wach, ne? Ich glaube, ich habe dich noch morgens um 5 irgendwo bei Twitch gesehen. So. War es bei Einrichtung oder was bei Bau? Ich suche diese ganz bestimmten Äste. Die hier. So, guck mal, den legen wir hier noch ein bisschen schief. Um nicht zu sagen, der wird hier heute flach gelegt. Ja, bei mir ging es auch etwas lang, bis kurz vor 5, ja. Ich hatte noch mit Riosko gequatscht. Wir haben uns ein bisschen zu Tode verquatscht. Da ging es nachher noch um Gott und die Welt und... Eigentlich wollten wir auch ziemlich zeitig ins Bett, aber... Ja, wie das manchmal so ist, ne? Dann erzählst du und erzählst du und erzählst du und so richtig kommst du aus dem Pott. Gruselig. Aber ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Wochenende. So, ich hätte gerne noch den hier so ein bisschen umgelegt. Wir machen das erstmal alles mit der Winkelausrichtung, dass ich das ein bisschen so zurechtlegen kann. Feintuning können wir später immer noch nachholen. Ja, bei mir waren gestern auch heftige Themen am Start. Okay, darf ich fragen, was? Weil ich muss hier ganz ehrlich leider gestehen, ich hatte gestern nicht reingeguckt. Weil, wie gesagt, eigentlich ins Bett und so. Zack, nehmen wir den hier. Kopieren uns das und machen doch nochmal an Oberfläche ausrichten. So. Dann nehmen wir uns den hier. Legen den da ein bisschen... Nein, aus, böse. So. Guck mal, der nach da. Jetzt gehen wir hier ohne Winkelausrichtung nochmal ein bisschen ran. Webkey, hallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast ein wunderschönes Wochenende gehabt und es läuft bei dir. Ich hoffe, es läuft bei dir. Lang nichts mehr gehört? Wie lang nichts mehr gehört? Entschuldigung. Bei mir läuft alles super, alles gut. Das hört man doch gern. Immer noch besser, als wenn wieder alles in die Brüche geht. Meine Firma ging insolvent und wir haben alle unseren Job verloren. Ach so, Depression und ein junges Mädel, dem es nicht gut ging. Beziehungen und so. Also volles Programm. Wow, das ist hart. Das ist echt wild. Ich hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Abend. Manchmal ist... Ich drücke hier immer wieder C und C ist wieder zurück. Ich habe keinen Bock mehr auf C. C kann mich mal gerne haben. Er war lange nicht mehr anwesend. Ja, das stimmt. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe mich wieder gefangen. Ich brauche Wasser. Nehme ich den... Oder nehme ich den? Den würde ich hier gerne noch so ein bisschen mit dran basteln. Da ein bisschen mehr Baumfeeling reinzubringen.
tut mir leid. Alles gut, alles gut. Ich war ja auch lange Zeit krank und dann habe ich nicht so viel gestreamt. Beziehungsweise gar nicht, um ehrlich zu sein. Das war so das Letzte, worauf ich Bock hatte, wenn ich ehrlich bin. Für alle, die jetzt enttäuscht in den Titel gucken und feststellen, ja, aber heute ist ja gar kein Lego angesagt. Das ist richtig. Ich musste das ein bisschen switchen. Beziehungsweise ich wollte es ein bisschen switchen. Weil ich nachher noch mit einer Freundin Man of Medan spiele. Aber privat. Ja, ich kann auch noch privat spielen. Das ist verrückt, oder? Was ich alles so kann. Nehme ich das so? Jetzt nehmen wir die Winkelausrichtung. Schieb das nochmal ein bisschen nach hier. Noch ein bisschen. Pass mal auf, hier so in die Richtung. Und dann dürfte das ja einigermaßen überlappend sein, oder? So, wartet. Ich bin gleich wieder für euch im Chat da. Ich will das hier nochmal ein bisschen zurechtschieben. Dass das alles ein bisschen ineinander greift. Ja, damit kann ich leben. Das ist nett. Ja, unterm Strich haben wir uns alle gegenseitig rausgezogen. War schon nice. Das sind die besten Streams. Was ich fragen wollte, Hummel meinte, ich habe irgendein Meeting verpasst. Sorry, um was ging es denn? Beim letzten Meeting hatten wir uns drüber unterhalten. Ne, es ging nochmal um wer welche Zeiten zu, du weißt schon was und wann und wie und wo und wer bei welchen Projekten mitmachen möchte. Und. Aber im Prinzip hattest du ja gesagt, du wolltest dann bloß die Zeichnung fertig machen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Danke, Webkey, dankeschön. Also im Prinzip bauen wir hier am Waschbärgehege. Das ist hier so ein bisschen auf der Gegenseite von der Bisonanlage eingebettet. Und dann geht's hier noch einmal an der Seite und man kann quasi über die Glasscheiben nochmal reingucken. Und hier am Trinkbecken auch nochmal so ein bisschen ranlunzen. Genau, unartiger, genau. Jetzt machen wir noch ein bisschen das Kletterzeug fertig. Gucken mal, dass wir das Haus hinten noch fertig bekommen. Und dann würde ich vielleicht auch schon hinten bei den Nebelpadern weitermachen, weil da gefällt mir das Innengehege noch nicht so richtig. Wir haben noch so viele offene Baustellen. Genau, das sollte ja schnell gehen, Unartiger. Da hast du vollkommen recht. Wie immer. Es soll immer alles schnell gehen. Willkommen in der Moderne. So, jetzt nehmen wir hier nochmal die 4 ran. So. Und dann würde ich das hier so ein bisschen ranführen. Wir legen die Bäume nochmal ein bisschen beiseite. So. Zack. Vielleicht könnten wir hier so Rotfüchse hinsetzen. Nochmal so ein ähnliches Gehege, also ähnliche Bauweise, aber halt nochmal auf der anderen Seite gelegen. Das finde ich bestimmt auch ganz cool. Ach, Freunde. Hört mir auf. Ich habe ja privat ein bisschen gespielt, ne? Und da wir momentan so als Großprojekt die Fabse Otterbucht hier noch haben, mit den Nebelpadern an der Seite ran, hier das Nebelpadergehege. Habe ich mir gedacht, gut, hier das alte Affenhaus ist jetzt nicht so beliebt bei den Zoobesuchern. Dann werden wir uns hier einfach was anderes hinzaubern später. Und Stan hat sich mal am Freitag zu einem Stream hingesetzt und hat das neue Affenhaus angefangen. Schande über mein Haupt, ich habe es komplett im Off gebaut. Also noch nicht fertig, aber so die Grundrisse.
sodass wir jetzt hier die Flachland-Gorillas drin hätten. Also noch nicht, glaube ich. Aber die dürften hier bald reinkommen. Und wir dann hier auf der rechten Seite quasi die Lemuren haben. Das heißt, die Katas, die Varis und die, also die roten und die schwarz-weißen Varis. Und dann geht's hier ins Haus hinein, wo man nochmal über die Scheibe reingucken kann. Auf der linken Seite hat man dann so ein typisches Tierhaus für die Flachland-Gorillas. Das wird auch nochmal ein bisschen ausgehübscht. Das war erstmal so ein bisschen, dass ich so eine leichte Vision habe, in welche Richtung das Ganze geht. Hier kommen noch ein paar Infotafeln hin. Hallo Flauschi und Flauschbert, ein wunderschön. Hier kommen die Mandrills rein. Als Innengehege. Dann wird es hier draußen nochmal ein Außengehege für die Mandrills geben. Nochmal große Infotafeln. Und hier drüben kommt nochmal die Innenanlage für das Ganze hin. Und die Außenanlage für die Bonobos. Ja, die Bonobos sollen quasi hier die neue Außenanlage und die Innenanlage kriegen, damit wir hier von dem alten Gehege endlich wegkommen. Ich muss mal ganz kurz Richtung Bart. Nase läuft. Ja, gut, das Mute. Ach, was denn nun schon wieder? Also, wisst ihr, Demonstranten mag ich eigentlich nicht so. Das sind aber auch sehr viele. Ja, was ich sagen wollte, neuer Zoo, nach der Mini-Zoo-Challenge haben wir ja den großen angefangen. Also, nicht den großen, den jetzigen angefangen. Und sind ja eigentlich gerade sowohl bei beim Nordamerika-Teil als auch hinten bei der Fabse Otterbucht. Und das Affenhaus baue ich so ein bisschen für mich, wenn ich mal Freitagabend den Kopf freikriegen möchte. Dann lasse ich irgendwo nebenbei Stream laufen oder YouTube-Videos und daddel einfach so ein bisschen vor mich hin, probiere mich ein bisschen aus. Wie immer die sehr beliebte Bison-Prärie mag ich tatsächlich irgendwie sehr. So, zurück zum Waschbärgehege. Schauen wir mal, wie wir das hier machen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Steuerung D, den hätte ich gerne hier so ein bisschen hin. Baut ihr gerade momentan an irgendwas? Entschuldigung, meine Nase heute. Ich habe vorhin schon gesagt, den ganzen Tag läuft diese blöde Nase nicht, ne? Und kaum setzt du dich vor den Stream, fängt das Ding an zu jucken wie nichts Gutes. Hallo, Molfi. Ach ja, heute ist dritter Advent. Ich vergesse dieses Advent-Ding immer. Einen schönen dritten Advent. An alle, die hier sind. So, guck mal, jetzt drehen wir das nochmal auf links.
Ich bin jetzt ein kleiner Weihnachtsmuffel. Ich mag diese ganze Weihnachtszeitgeschichte so gar nicht. So, so und so. Jetzt schiebe ich das noch ein bisschen nach hier. Das noch ein bisschen nach hier. Ahoi, Flauschi. Ja, ich weiß nicht, also... Ist halt... Ich weiß nicht. Kommt an Weihnachten nicht so richtig ran. Das ist mir alles so zu fröhlich. So, Freunde, so. Nicht anders. Bin mal im Glück. Ja, mach das. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin heute mal kurz ausgeflippt wegen der blöden Baumbeleuchtung. Ja, Baumbeleuchtung kann echt anstrengend sein, oder? Ich meine, ich hatte leider nicht so die Ahnung von. Haha. Hat da jemand das Meeting verpasst, du Schlingel? Ich sag dazu gar nichts, sonst wird Kaselinchen wieder böse. Und ich habe ein bisschen Angst vor Kaselinchen. Vor allem mit ihrer neuen Whisky-Raucherstimme. Ich habe die viermal wieder ab und dran gemacht. Was war denn das Problem? Ich will dieses Gras haben. Jeder Süchtige immer im Park. Oh, die ist fast wieder normal. Cool. So, hier gehen wir nochmal ein bisschen mit dem Gras drunter. Die sah so verloren aus. Meistens war vorn zu wenig Lampen. Dann hast du das gleiche Problem wie ich bei Planet Zoo. Ich komme mit Planet Zoo-Lampen auch so überhaupt nicht zurecht. So. Jetzt gucken wir, dass wir hier vorne noch irgendwie ein bisschen was zu klettern reinsetzen. Oder wir nehmen... Ach, ich weiß nicht. Was von den normalen Stöcken? Geht's dir gut soweit, Stan? Jein. Jein. Ich meine, wem geht's schon gut, ne? Ich kann momentan eigentlich nicht klagen. Sagen wir mal so. Es gibt bestimmt Menschen, denen geht's noch 10-mal schlechter als mir. Ach ja. Sowohl als auch tatsächlich. Die Bronchitis kickt immer noch mal hier und da so ein bisschen. Und das ist echt anstrengend auf Dauer. Dieses Husten immer mal wieder. Das sind immer so Hustenanfälle. Und gerade jetzt so ein bisschen zur Vorinventurzeit. Ne, also übernächste Woche haben wir Inventur. Den 21., den 22. und den 23. Das ist immer so die Hölle auf Erden. Inventur ist immer eine sehr undankbare Zeit. Ja, da scheint es irgendwelche Probleme zu geben, aber ich hatte noch nicht so die Zeit nachzugucken. Wie gesagt, ich habe mich ja gestern, wie gesagt, ein bisschen verquatscht und bin erst um 6 ins Bett und um 11 wieder raus und dann kam dies und das und, hört mir auf. Apropos Bronchitis, ich war ja am Freitag beim Doktor und der sagte, Glückwunsch zur Bronchitis. Doch von dir angesteckt. Was du nicht weißt. Ich bin extra nach Bayern runtergefahren und habe einfach die ganze Nacht durchgehustet vor deinem Fenster. In der Hoffnung, dass irgendwas durchkommt. So mache ich das ja immer. Lassen wir das so?
Ehrlich, ich habe es nicht mitbekommen, dass ich wann und wo sein sollte. Bei mir im Kopf ist nur gewesen, ich bekomme Namen und Infos für eine Zeichnung. Weihnachtszeit hätte ich ja nicht gekonnt. Hm. Ja, ich habe ihn heute auch noch nicht erreicht, weil ich eigentlich noch was fragen wollte. Jawohl, Flauschbert. Flauschi. Mann, der Kopf schon wieder. Ja, Kasinchen war auch nicht da. Auf die haben wir zuerst gewartet. Ich war der Erste im Chat. Aber wenn ihr nicht mit mir reden wollt, das ist auch vollkommen okay. So, wie legen wir das jetzt? Wollen wir das so lassen? Ja, du musst deinen Namen auch mal alle Ehre machen, Unartiger. Weißt du, einfach mal sagen, nö, ich mach da heute nicht mit. Und ich meine, Kaselinchen hat ja auch schon so einen leichten Beigeschmack. Also, da erwartet man. Genau, ich würde jetzt das Haus noch bauen. Und dann gucken, dass wir die Tiere reingesetzt kriegen und wir mal nachschauen, wo die überall abhauen können. Und wo die klettern können und ob alles von der Fläche so ausreicht. Und dann werden wir mal weitersehen. Ach, ich wollte das mit Winkelausrichtung. Ich hab's gern quadratisch. Bin ja die Jüngste im Komplott, da muss man rebellieren. Ja, und dann fragen sich immer alle, warum alle so schlecht von unserer Generation reden. Weißt du, immer dieses Rebellische. Aber so sind sie, die lieben Bayern. Halt Spaß beiseite. Ich verstehe das schon. Dab, dab, dab. Nehme ich zuerst die Scheiben rein und passe das Gebäude an die Scheiben an? Oder lege ich den Weg dann nochmal einfach anders? Was ist denn, ich muss ja heute so wichtige Entscheidungen treffen, darauf war ich gar nicht gefasst. Ich möchte immer noch anmerken, nur ich bin hier geboren, meine Eltern sind aus Leipzig. Zu bayerisch bin ich gar nicht. Gell? Ich stelle nur kurz mein Maus Bier weg, schlüpfe aus dem Dirndl und mache eine Bratzel in der Mikrowelle warm. Aber so bayerisch bin ich nicht. No. Ich weiß, hat mit Bayern nicht so viel am Hut. Ich würde das gerne noch hier so lang legen. Ich weiß doch auch nicht. Ich esse die sehr selten. Bis gar nicht. Und das letzte Mal zu meiner Weiterbildung von der Berufsgenossenschaft. Die ich sehr empfehlen kann. Das war das beste Bildungszentrum, in dem ich jemals war. Die hatten einfach eine Barterrasse. Die hatten eine richtige krasse Bar, wie in einem Pub. Und einen Biergarten oben auf dem Dach. Das war so cool. Und alles zum Einkaufspreis. Weil die mit dem keinen Gewinn machen dürfen. Okay, und sie hat eine Bowlingbahn. Und eine Bootsanlegestelle. Und einen Fahrradverleih. Und es gab 5 Mahlzeiten am Tag. Ganz ehrlich, ich war in Hotels, die waren schlechter. Wie machst du das eigentlich bei den Hausbauen, ohne dass die Objekte immer einrasten? Es gibt beim Planet Zoo-Bau 2 Varianten von Gebäudetypen. Das kann man am Kalk immer sehr schön zeigen. Du hast hier unten diese kleinen Symbole. Ja? Das hier ist zum Beispiel eine 1x1 Meter Wand.
Dieses Gebäudeteil ist quasi eher als Platte gedacht und kannst du willkürlich frei in der Gegend herumwirbeln, wie du lustig bist. Das gibt's in klein, mittel und hier groß. Auch hier gibt's das nochmal. Und dann gibt's diese Teile. Die haben so ein Raster-Symbol, so ein Hashtag, so ein Raute-Teil oben in der Ecke. Das steht natürlich für diesen Rasterbau. Und den Rasterbau kannst du so auch nicht weiter drehen. Den kannst du nur so. Ja, also nicht weiter gedreht kriegen. Deswegen benutze ich immer diese frei drehbaren Teile. Einfach weil ich da wesentlich smoother alles gedreht kriege und die sind auch ein bisschen dünner und filigraner. Und da kriege ich die Kurven einfach besser. Da arbeite ich dann meistens so mit der Winkelausrichtung. Weil dann hast du oben nachher, wenn du irgendwie das Dach setzen möchtest, geht natürlich dann eher so mit Flachdach, weil Spitzdach immer sehr schwierig wird, gerade so bei runden Wänden. Nein, die kannst du wie zum Beispiel die kannst du behandeln wie einen Baum. Die sind ein einfaches Objekt. Wie ein Baum oder ein Stein. Ich mache einfach nur Steuerung X, dann kopiert sich das, dann ziehe ich das weiter, dann ziehe ich das weiter. Dann kannst du zum Beispiel noch das, das und das zusammen kopieren, drückst wieder Steuerung X. Dann hast du halt einfach eine größere Wandfläche. So, jetzt gucke ich, dass ich zum Beispiel hier so mit der Winkelausrichtung wieder so ein bisschen, dass ich mein Wandende hier quasi so abschließen lasse. Und dann schiebe ich das hier so lange, bis das so einigermaßen gut aussieht. Das ist natürlich immer ein bisschen Friemelarbeit. Das ist der unschöne Teil. Wobei, nein, eigentlich auch nicht. Es ist eigentlich der schönste Teil an dem ganzen Ding. Es ist aber genauso wie ein Stein einfach für Tiere undurchdringlich. Das heißt, es gilt quasi als Barriere. Bedeutet aber auch, dass man durch diese Durchsicht, also diese unsichtbare Barriere nachher ums Gehege drumherum ziehen muss, um den Gehegebereich zu bestimmen. Das bedeutet, du setzt dann quasi hier deine unsichtbare Barriere an und ziehst die auf der Besucherseite lang. Ja, das Tier darf da nicht drüber kommen. Das ist nur damit, das Tier und der Tierpfleger wissen, in welchem Bereich das Gehege quasi platziert ist. Man kann es auch Gehegemarkierer nennen, um es mal so auszudrücken. Blau ist das Teil, was du gerade hast. Das hast du aber zum Beispiel auch bei Wänden. So. Da die halt nicht existiert, diese Barriere, wird die dir quasi als gelb angezeigt. Blau ist dann immer das, wo du gerade dran bist. Aber manchmal ist es doch auch, ist es ja auch rot, oder? Rot nur, wenn du da nicht weiterkommst. Wenn du quasi in einen anderen Zaun oder beispielsweise, na gut, Weg kann ich jetzt gerade machen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht hier weitermachen wollen und dann hier quasi so halb rein, so drüber grätschen. Dann sagt der, also rot steht prinzipiell für, nicht, mach nicht. Brudi, da kommt Gefahr. Da ist, wir haben ein Problem. Ja, zum Beispiel bei Star Trek, der rote Alarm steht nicht für Kaffeepause. Da ist dann ein Problem in Verzug. Gefahr in Verzug. Gelb ist so, ja, wir haben's. Und blau ist halt, die Welt ist okay, da sind wir gerade dran. Das steht für Wunder und weiße Wolken. Keine Ahnung. So, jetzt gucke ich, dass ich mir das hier so ein bisschen angepasst mache. Das kann man später alles noch ein bisschen per Feintuning so zurechtlegen. Ich könnte jetzt übrigens auch, das ist auch mal ganz gut zu wissen, das Gehege hier so machen. Für die Waschbären am Ende wird nur das berechnet, wo die halt auch hinkommen. Richtig?
Stan, was hast du nochmal gefrühstückt? Ein Brötchen. Ein Brot. Und die habe ich frisch im Backofen aufgebacken. Die waren sehr lecker. Da kann ich nur empfehlen. Aber es sind so diese kleinen, die mag ich immer sehr. Aber da mein Kühlschrank so schrecklich dolle leer ist, habe ich einfach nur Butter drauf geschmiert. Das war so traurig. Ich habe, das war der traurigste Moment meiner ganzen Woche. Kennt ihr das, wenn ihr beim Bauen irgendwann anfangt, den Kopf schief zu halten, um einfach eine ganz andere Perspektive zu kriegen? Oh, gell. Ich mag das immer sehr. Irgendwann fange ich an zu reden, wie in vielen Dialekten. Das ist meistens so. Da habt ihr aber keine Schuld dran, gell. Da musst du einfach mal gucken, wie du ein bisschen klarkommst. Da geben wir Cobra 99. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Jeder Baum oder Gestand verkleiner ist da, wo sie ihn nicht benutzen können. Was? Sorry, da habe ich jetzt gerade nicht durchgeblickt. Der Dialekt, da steht die Mabe. Oh, vergeht's gut, vergeht's gut. Ich komme so gar nicht aus der Ecke. So, Dialekte lerne ich immer übers Fernsehen. Zum Beispiel der sächsische Dialekt. Das ist ein Dialekt, den mag ich eigentlich so gar nicht. Aber immer wenn ich so Elefantiker und Kuh schaue, da fange ich dann immer an, so ein bisschen, da habe ich mal so ein, zwei Tage, ne? Da ist aber, da hapert es mit dem Dialekt, du. Da weißt du eigentlich nicht so richtig, wo du herkommst. Das ist immer ganz wild. Der Gegenstand oder Baum, wo gilt nicht als Flächeplatz für die Tiere. Ja, ich weiß. Das ist richtig. Entschuldigung, Flauschi. Ich dachte, du warst weg. Mann. Über den bayerischen Dialekt darf ich auch nichts mehr sagen. Mein Kaselinchen ist ja auch da. Das ist jetzt zu groß. Da weiß ich nicht, wie ich mit umgehen soll. Das kriegst du nicht gehandelt. Ich meine, schau dir an. Das geht so nicht. Wie macht man das jetzt? Ich habe eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob die Idee gut ist. Zeit für Plan B. B wie in Brötchen. Du und du. Du kommst noch mal ein Stück nach hier. Und, ups. Falscher Pfeil. Das passiert manchmal. Na, auch den Besten. Das hasse ich ja, ne? Wenn dieses blöde Steuerkreuz auf einmal so meint, nein, heute bin ich anders. Heute zeige ich in eine völlig andere Richtung. So. Habe ich aber tatsächlich meistens nur, wenn ich in der markierten, also in so einer Gruppe bin. Und warum? Weil du zusammengefügte Szenerieobjekt quasi als Waage sehen musst. Der versucht quasi den Mittelpunkt des Gebäudes auszurichten. Du kannst quasi zum Beispiel das hier, bestes Beispiel haben wir gerade hier. Dieses Teil. Du hast hier ein Gebäudeteil, du hast hier ein Gebäudeteil und du hast hier ein Gebäudeteil und hier. Jetzt ist natürlich der Lastenschwerpunkt eher so zur linken Seite geneigt. Dementsprechend läuft es nicht gerade, sondern schief. Um es mal zu zeigen, es rutscht hier so zur Seite weg. Wenn ich jetzt das hier nach hier so richte und dann mache, dann ist es wieder gerade, weil quasi dieses Gebäude, nennen wir es jetzt mal, oder dieser Gegenstand
vom Mittelpunkt her viel besser austangiert ist. Deswegen sind symmetrische Gebäudeteile immer die besten Teile, weil du die so richtig schön ausrichten kannst. Hallo Jen Jen, einen wunderschönen guten Tag. Deswegen sehen meine Gebäudeteile immer so ein bisschen symmetrisch aus. Und Miau, dieser neue, hier kommen die ganzen Streamerinnen. Ich bin geniert, Freunde. Wie geht's euch, ihr Lieben? Ich hoffe, euch geht's gut. Und Miau, dieser hat übrigens gestern oder vorgestern, ich glaube vorgestern, wo ich bei Stefan drin war, mir nicht zurück Hallo gesagt. Ich war wieder schwer enttäuscht. Miau, wir müssen reden. Jetzt finde ich ja, das sieht irgendwie alles nicht so geil aus. Wisst ihr, was ich meine? Was machen wir da? Wir holen uns die guten alten Balken. Es gibt nichts, was man mit Balken nicht lösen könnte. Ah, du hast aber mein Hallo gesehen, das freut mich. Noch schlimmer, dass du nicht geantwortet hast. Nein, Spaß beiseite, da war es sehr voll. Und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen von Simons Baukünsten und von Stefans Baukünsten so unglaublich begeistert, ne? Die bauen ja auch so krasse Sachen. Wir nehmen uns jetzt so ein bisschen diese Balken hier und verschieben uns die hier hinten einfach so ein bisschen als quasi Rückwand. Dann haben wir nämlich hier hinten einen dunklen Kontrast, wo wir dann hier vorne noch ein bisschen Klettermöglichkeiten, so ein paar Plattform im Hintergrund an die Wand bringen können. Entschuldigung, ich wollte das Mikrofon nicht schlagen. Die beiden übertreiben einfach. Ja, oder? Weißt du, mein Rechner würde nicht mal die Teile eines Gebäudes davon gerendert schaffen. Und allein der Photoshop muss so aufwendig sein bei dem. Wer es nicht weiß, SimonsterGG und SimonsterGG, jemandem, wie man es aussprechen möchte. Und Stefan, die bauen momentan The Withered World nach. Momentan sind sie bei der Winkelgasse. Und es sieht so unglaublich krass aus, ne? Diese ganzen kleinen Lädchen. Also wenn ihr mal richtig geile Sachen sehen wollt, einfach mal da vorbeischauen. Wie geht's eigentlich den Chamäleon? Meinem? Oder habe ich was verpasst? Lea, hallöchen, einen wunderschönen. Lea, wie geht's dir? Chamäleons, ja, dein Ding geht's eigentlich? Ich meine, sie leben ihr Chamäleonleben, ne? Die sitzen jetzt selten grübelnd irgendwo auf dem Ast und denken sich, ah, was könnte ich mit meinem Leben anfangen? Besser und selbst, ja, ein bisschen noch verschnupft, ein bisschen noch hüstelnd und verdammt müde. Aber ich kann ansonsten eigentlich nicht klagen. Wir bauen gerade so ein bisschen am Waschbärgehege weiter. Das hatten wir angefangen, jetzt sind wir gerade am Haus. Da versuche ich so ein bisschen so einen Kontrast in den Hintergrund zu kriegen. Die beiden nicht, da kannst du aber vergessen. Der eine ist ein totaler Stinkstiefel. Und der andere, naja, der kriegt alle 3 Minuten eine Panikattacke. Jetzt möchte ich das hier so ein bisschen im Winkel ausgerichtet haben. Jetzt habe ich nämlich den Vorteil, dadurch, dass ich die Winkelausrichtung genommen habe, kann ich hier die gleiche Winkelausrichtung zum Drehen nehmen wie bei der Wand auch. Und habe das Problem nicht, dass ich nachher super schief unterwegs bin. Quasi nicht schief gewickelt. Chief Property. Alle Star Wars-Kenner wissen jetzt, was ich meine. Der Chief.
So, ja, also als Hintergrund ist annehmbar. Ach so, was ich, ne? Ich hatte ja was gekauft. Stan, so, wir leben in gefährlichen Zeiten. Wer weiß, wann die nächste Pandemie kommt. Ich brauche einen Helm. Ein Helm schützt einfach. Natürlich musste man sich auch noch einen Helmständer dafür kaufen. Macht ja Sinn. Also der nächste Lockdown kann kommen. Ich kann einkaufen gehen. Ich mochte den von der 501. tatsächlich mehr. Ich mag dieses Blau mit bei den Klonkriegerhelmen. Die waren halt echt nice. Lol, genau für was man die Pandemie alles benutzen kann. Man findet immer einen Vorwand. Auf dem kleinen Brettregal. Ja, dieses Brettregal habe ich jetzt noch nicht. Da hinten sind noch drei kleine Brettregale auf der Gegenseite. Also da so geplant. Da kommen dann zum Beispiel BD-1, der TIE Fighter, der AT-ST, die wir bei unseren kleinen Lego-Bastel-Streams immer so zusammenzimmern. Zack. War ein Kindheitstraum. So bin im Lurk, Badewasser ist fertig. Da bin ich neidisch. Ich hätte auch gerne in der Badewanne. Ich meine, ich habe das Aquarium. Ich könnte mich ins Aquarium setzen. Aber das Thema hatten wir ja schon. So mit Füße anknabbern und so. Das lassen wir jetzt lieber mal. So, guck mal, jetzt haben wir das fertig. Und... ja, das hatten wir gestern. Stimmt, gestern war es. Ich würde gern... was habe ich gerade vor? Ach so, ich weiß es wieder. Ich wollte die rückwärtigen, also diese Rückwände anbringen. Winkelausrichtung ist an. Das heißt, ich kriege hier einen schönen rechten Winkel überall hin. Zack. So. Dann machen wir hier noch so ein kleines Brett hin. Und hier ungefähr das gleiche. Einfach nur, um denen ein bisschen Fläche zu bieten. Es werden wahrscheinlich auch nicht viele sein, die hier reinkommen. Aber ich denke mir, besser ein paar als zu wenig. Das macht Sinn. Hallo Carol, einen wunderschönen. Ich hoffe, dir geht's gut. Zack. Machen wir noch ein paar Stangen dran. So, das hier ein bisschen tiefer. So. Wer freut sich alles schon aufs DLC? Dienstag kommt's raus. Ich weiß noch nicht, ob ich Dienstag streamen kann. Ach, sag sowas nicht, Alter. Mein Konto ist so leer. Ach, ich bin... nein, sag sowas nicht, Kaselinchen. Ich kaufe mich doch schon wieder pleite. Manu.
Also ich sag mal so, spätestens am Donnerstag werden wir uns das angucken. Assassin's Creed Valhalla einfach mal nur 20 Euro. Ich muss gestehen, ich habe den Hype um Assassin's Creed Valhalla nie verstanden. Ich weiß, Schande über mein Haupt und so, aber so richtig hat es mich irgendwie nie geflasht. Ich bin aber auch nicht so der nordische Typ. Mein Cousin, der fährt da so richtig drauf ab, der lebt das. Aber der hat sich auch einfach mal zwei Minischweine gekauft für seinen Garten. Mir geht's gut, die Katze bringt mich nur etwas zum Verzweifeln. Ich glaub's ja nicht, 5 Werbungen hintereinander. Dann bist du kein Prime-Abonnent. So. Zack. Ich überlege, ob ich hier gerade noch Wasser reinsetzen möchte oder eher nicht so. Aber ich würde tatsächlich sagen, eher nicht so, ne? Hm. Nett, nett. Nett, nett. So. Zack. Zack. Machen wir noch ein bisschen Stein rein, damit sich das Ganze ein bisschen rentiert. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Look hier mit drin. Hm. Gerade mal kriegen wir das hier irgendwie so ein bisschen hügelig gestaltet hin. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht tatsächlich. Wie machen wir das jetzt? Das ist ja anders unterirdisch. Wir machen erstmal Glas rein. Glas ist immer eine gute Idee. Da gehen wir bei Bau rein, schnappen uns ein bisschen was von dem Glas. Passt du? Nein, du passt so gar nicht ins Bild. Scrollen wir mal nach ganz unten. Um dann festzustellen, dass es gar nicht ganz unten ist, sondern hier. Das würde ich gern haben. Das richten wir an der Wand aus und gucken dann mal, dass wir erstmal hier an dieser Schnittstelle quasi die erste Scheibe ausrichten. Weil hier muss es nachher bündig in den anderen Winkel übergehen. Und jetzt kann ich hier nochmal eine Scheibe hinsetzen. Kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden, ne? Und ich habe den Vorteil, jetzt kann ich einfach wieder durch diese Winkelausrichtung... hier auch wieder sauber rübergehen. Zack und zack. Es ist eine sehr gute Frage, Kaselinchen. Warum die Katze? Das hätte ich gern. Metall. Das hier zum Beispiel. Dieses Metall mag ich prinzipiell immer. Das sieht schlicht und klassisch aus. Geht einfach zu jeder Feier. Zack, einmal hier hin. Einmal dahin. Dann drehen wir nochmal mit der Winkelausrichtung. Setzen das hier auch nochmal so auf Eck ein bisschen. Dass der Rahmen da einigermaßen abschließt. Warum gab es eigentlich keine Foodpicks von Weihnachtsfeier? Weil wir das nicht machen. Du musst nicht glauben, dass wir in einem wirklich noblen Restaurant waren. Es war eher so ein bisschen familiär, das Ganze.
Und wenn ich irgendwo essen bin, dann fotografiere ich kein Essen. Das. Unsere Prioritäten lagen woanders. So. Ich hätte gerne noch einen Rahmen drum. Akzeptiert. So. Flauschi. Oh. Guck mal, wer da reingerasselt kommt. Das ist die Flauschi. Flauschi, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend. Wie geht's, wie steht's? Und hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Wochenende gehabt. Oder immer noch. Wir sind ja noch nicht durch. Ja, mir geht's wunderbar. Also fast, also. Du weißt, meckern kann man immer. Aber man will's halt nicht. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Was habt ihr gebastelt, gebaut, getan, getut? Getutet, getatet? Okay, an dem einen können wir noch ein bisschen arbeiten, ne? Schon auf Dienstag gehypt, also sichi. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich das DLC finanziell gerade reinkriege. Weihnachten steht vor der Tür, man kennt es. Ich habe vielleicht mit den Geschenken ein bisschen übertrieben. Haben in Sims 4 ein Haus gebaut. Ich habe natürlich auch mal wieder Sims 4 gespielt. Also für mich so privat und mich ein bisschen festgesuchtet. Irgendeinen Schwerpunkt gehabt? Was habt ihr denn für einen Stil gehabt? So, so. Also ich hab mal Donnerstag. Donnerstag werde ich wahrscheinlich, ja, ich muss gestehen, ich habe da vielleicht ein bisschen deutlich tief in die eigene Tasche gegriffen, Kaselinchen. Ich habe wieder angefangen, baue Challenges für die Community. Achso. Ja, also das ist das, so ist das Schreiben ohne Satzzeichen. Danke, Flauschi. Ich baue wieder. Ich habe auch. Entschuldigung. In meinem Kopf sind gerade drei Züge zusammengeprallt. Ich habe wieder angefangen. Baue Challenges für die Community. Moment, Flauschi, der Satz ergibt irgendwie keinen Sinn. Okay. Dreitausend Jahre später. Also Flauschi baut da so Dinge. Und die macht das ganz toll und da können wir alle mal gerne reingucken. Du liest nur falsch. Ja, das stelle ich auch fest. Ich bin vielleicht übermüdet. War ein langes Wochenende. War ein sehr langes Wochenende. Baust du eigentlich noch Planet Zoo, Flauschi? Ich frag für einen Freund. Ja, Stan ist. Stan, wenn Stan müde, dann Stan Kopf nicht so funktionieren und so. Meinen Zug? Ja, Planet Zug. Spielst du noch? Ja, ich. Zoo, Planet Zoo. Planet Zoo. Sorry, ich bin gerade ein bisschen. Ich brauche Kaffee. Ich brauch echt Kaffee. Danke, Fanny Quinn, dankeschön. Und ich schwöre, ich bin nicht immer so verpeilt. Aber ich bin erst um 6 ins Bett und dann um 11 wieder raus. Und dann verschob sich irgendwie alles.
so um Jahre. Hallo Magi. Das Gefühl kenne ich. Also ich habe 172 Spiele in meiner Bibliothek und ich würde sie gern alle noch spielen, anspielen, durchspielen. Aber so richtig, naja, man kennt es. Wir basteln gerade eigentlich so ein bisschen am Gehege für die Waschbären. So ganz zufrieden bin ich noch nicht und ich gebe dir Brief und Siegel, die werden alle ausbrechen. Aber vielleicht kommt noch was anderes rein, ich muss nachher mal gucken. Vielleicht können wir es noch ein bisschen abgeändert kriegen. Da haben wir hier so ein bisschen mit Zaun halt von vorne gearbeitet und arbeiten jetzt gerade am Innengehege. Aber wie gesagt, mein Kopf ist eher so ein bisschen nicht so geil heute. Ich glaube, sie hat nicht zugehört. Ja, das würde ich sogar verstehen. Also ich meine, wer bin ich, dass ich irgendjemandem Vorwürfe machen könnte, ne? Hust, Zwinker-Smiley. So, guck mal, jetzt setzen wir hier noch ein paar Lüftungsschächte dran. Einfach, weil Lüftungsschächte sehr geil sind. Was spielst du sonst so, Flauschi? Was du sonst so? Spielst du sonst so? Mein Gott, heute ist aber auch... Also heute stellt er sich wirklich ein bisschen dolle glatt an. Viel. Zu viel. Ich habe neulich erst zu Stefan gesagt, eigentlich bräuchte meine Woche mehr Tage und meine Tage mehr Stunden. Ich habe jetzt zum Beispiel auch angefangen, so ein bisschen Lego... Meistens samstags, sonntags vorm Stream, also vorm Planet Zoo Spiel zu bauen. Hab aber festgestellt, dass ich meine Streams nach vorne verlegen muss, damit ich nach hinten nicht bei Planet Zoo einspare. Und ich habe noch ein bisschen was auf Lager, was ich halt auch noch basteln wollen würde. Aber mir fehlt die Zeit, ne? Das ist alles ja nicht so einfach, sag ich dir. So, ich hätte hier gerne noch eine Tür drin. Gucke ich bei Dächern. Wirklich. Warum bist du nochmal hergeradet? Und jetzt erzähl mir nichts von tollem Content. So. Was ist denn das für eine Tür? Nehmen wir die, die sieht nett aus. Jetzt haben wir hier noch das Trinkbecken rein. Und dann so ein bisschen was an Pflanzung. Weil Pflanzen machen alles viel lebendiger. So. Vor allem Pflanzen, die im Boden stecken, die sind grandios. So, hier nochmal ein bisschen was, da nochmal ein bisschen was und dann Brennnesseln. Flauschi, was ist deine Lieblingspflanze bei Planet Zoo? Und natürlich auch der Rest, dessen Name ich nicht kenne. Noch nicht. Guck mal hier ein bisschen ran. Und hier hinten hätte ich gerne so ein bisschen was Dunkleres, was so ein bisschen nach Wald aussieht. Irgendwas Blättriges halt. Mir fehlt Rosen. Ich finde, Rosen passen so... Jetzt nicht falsch verstehen, aber irgendwie so gar nicht ins Spiel, finde ich. Vielleicht zu Dekorationszwecken, ja. Dekorationszwecke würde ich verstehen. Kriegen wir das hier vielleicht noch so ein bisschen vorgesetzt? So ein bisschen von oben quasi nach
unten wachsend. Wäre das was? Du, die Hallöchen. Ja, also das Problem von Planet Zoo ist, die haben vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie die Community so drauf ist. Also ich meine, so die ersten Pflanzen sind halt alle ziemlich einfach modelliert. Und mit einfach meine ich hässlich. Also zumindest nicht sehr detailliert. Wenn ich mir zum Beispiel, bestes Beispiel ist da das hier. Das ist ein Schrecken von einer Pflanze. Wenn ich dann hingegen... Das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber so richtig grandios wurde es dann auch erst. Ach, wo habe ich es denn jetzt? Normal. Hier, die sieht halt auch noch super genial aus. Zumindest so einigermaßen haben sie dann schon Fortschritte gemacht. Das hier so die neueren aus dem Arterhaltungspack. Die hier. Die finde ich wieder so richtig schön gemacht. Einfach weil du viele kleine Blätterchen dran hast. Oder zumindest wirkt es viel mehr detaillierter. Ob es jetzt wirklich detaillierter ist, kann ich nicht mal im Ansatz sagen. Ich habe halt auch von Pflanzen so gar keine Ahnung. Die einzigen Pflanzen, die bei mir wachsen, sind die im Aquarium. Und das auch nur, weil ich die nicht gießen muss. Wir setzen jetzt erstmal hier so ein paar Büsche mit rein. Wassertränke wollte ich damit reinsetzen. Eigentlich hätte ich es gerne da dran gehabt, aber so richtig will das auch nicht. Aber eigentlich haben wir das Wasser draußen. Gut, dann packen wir hier vielleicht einfach nur nochmal eine kleine Trinkschüssel rein. So. Und... mit Waschbären. Welche brauchen Waschbären? Das weiß ich aus dem Kopf jetzt gar nicht. Waschbär. Die hier, okay. In die hier. Dann würde ich sagen, machen wir Futter einfach hier drin so ein bisschen. Und beschränken uns draußen auf Spielmöglichkeiten. Das wäre doch was, oder? Zack. Oh, wie ich das hasse, dass ich das gesamte Terrain dann immer so einmal querbeet überschlägt. Der kommt hier hin. Das kleine Spielzeug würde ich dann gern hier ein wenig anbringen. Oh, das ist schon wieder so groß, ne? Warum hat denn das so eine große Hitbox? Planet Zoo, warum bist denn du jetzt so? Mach doch sowas nicht. Sei doch einfach mal cool. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Alle Tiere lieben Kartons. So, das auch, das haben wir. Wasserdüsenfels haben wir auch. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Ich würde drin auch eine kleine Heizung verbauen. Einfach nur, weil darum. Hier nochmal das hinsetzen. Ich will es einfach mit drin haben. Und dann schauen wir mal, dass wir erstmal das Flachdach hier oben noch drauf gesetzt kriegen.
So ein richtiges Flachdach. Und da würde ich bei Bau und was ich da jedem nur empfehlen kann, sind hier diese einfachen Teile. Weil die haben keine Muster, wie zum Beispiel die Kalkplatten, und sind daher wesentlich schöner von der Verarbeitung her. Wenn die überlappen, dann flackern die halt nicht ständig. Und das macht das Bauen damit so schön einfach. So, auch hier wieder, weil Winkelausrichtung super einfach rüberzusetzen. Jetzt könnte man sich von oben noch irgendwie eine schöne kleine Glaskuppel oder so reinsetzen. Meine Stimme ist fast wieder normal. Kaselinchen. Hast du dich jetzt abgehört? Oder wie kommst du jetzt drauf? Das kam jetzt ein bisschen dolle random, kann das sein? Hier ziehen wir nochmal lang, da ziehen wir nochmal lang. Hab gerade ein bisschen von mir hergebrabbelt, ja. Wer kennt's nicht, das gute alte Hin- und Herbrabbeln. Beleuchtung würde ich dafür aber reinsetzen. Oder, fragen wir mal im Chat, Beleuchtung oder eher Deckenlampe? Also Deckenlicht, Flutlicht, Deckel, Ding. Und ich kann wieder mit Katzen so quietschend sprechen. Zeig mal beides. Natürlich, klar, kein Ding. Ich würde... Wie würde ich denn das machen? Wir drehten ein Dreieck bitte so. Hab ich mal eine Minute? Ich habe immer eine Minute für dich. Ach, jetzt hat Hummel geschrieben. Aber warum ist Discord hier und nicht oben auf dem dritten Bildschirm, ist die Frage. Ich hätte auch gerade Zeit für dich. Ich habe nämlich jetzt erst das Kaselinchen gelesen. Ich habe mich doch in meinem eigenen Stream angesprochen gefühlt. Schande. Ah, ich baue jetzt einfach weiter. Du darfst auch gerne. Nein, jetzt will ich gar nicht mehr. Wir nehmen jetzt die Lichter. Ich habe mich jetzt für die Lichter entschieden und würde das eher so in dieser Form hier, wobei halt Lampen auch nicht schlecht wären. Da würde ich dann diese hier gerne nehmen. Zack, zack. Zack. Jetzt nehme ich mir die und mache die gern alle auf... Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ne? Das wäre clever gewesen. Auf Dauerlicht an. Ich will hier auch bloß ein bisschen mehr Licht reinkriegen. Ah, das wird wieder Stromkosten geben, sag ich dir.
haben wir das ja schon so hübsch vorbereitet. Und ich würde mir hier tatsächlich... so eine Tür reinsetzen. Und warum mache ich das? Richtig, da kommt nämlich eine richtige Tür rein. So eine richtige, richtige Tür. So eine richtige Tür. So richtig, richtig, richtige Tür. So, die machen wir hier mal ein bisschen länger, damit ich das Problem mit der Tür halt nicht habe. Weil dann passt die da wieder einigermaßen gut rein, hoffe ich. Hä, Webki. So. Warum ist denn das jetzt schon wieder so? Mach doch sowas nicht. Sei mal lieb. Dann machen wir Plan B und setzen das nach hier. Denke ich, glaube ich. Ich will diese verdammte Tür da reinkriegen. Spiel, warum machst du das nicht? Okay, also von hier wird es gehen. Stan, schau auf Discord, das ist geil. Ich guck mal ganz kurz in die Gruppe bei Discord. Ich sehe meine Fratze. Da hängt meine Fratze, das finde ich ja geil. Das ist schon sehr cool. Gar keine, das ist privat. Das ist noch nicht zur Veröffentlichung gedacht. Das sind geheime Projekte, die hier so am struggeln sind. Aber ich werde euch da noch rechtzeitig Bescheid sagen. Warum macht denn der das jetzt so? Das verstehe ich noch nicht ganz. Habe ich hier noch irgendwas? Ja. Wird gemalt? Hier wird nicht gemalt. Es hat jemand gemalt und zwar sehr cool. Probier mal die Barriere da wegzumachen. Ja. Aber dann habe ich ja die Barriere nicht mehr dran. Das ist ja mein Problem. Verstehst du? Kriegst du denn hin? Aber zuerst den Eingang ist blöd. Das klappt doch niemals. Hat das schon mal bei irgendwem funktioniert? Stan sagt, das muss auch so funktionieren. Es scheint einfach ein Problem mit dem Boden oder so zu sein. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wo das Problem... Doch, ich weiß, wo das Problem liegt. Du kommst nicht vorbei. Oder ist es tatsächlich der Fels? Aber ich glaube nicht, dass der Fels ein Problem sein könnte, oder? Ist der Fels ein Problem? Der Fels kann kein Problem sein. Der Fels ist ein Teil der Lösung. Ich meine, in die andere Richtung geht's ja. Das heißt, wir müssen irgendwo hier das Problem haben. Baum, verschwinde.
Okay, hier geht's also wieder. Ich habe die Zeiten jetzt leider nicht im Kopf. Das tut mir echt leid. Unartiger, das würde Hummel. Aber das wollte Hummel definitiv schicken. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich würde jetzt furchtbar gerne wissen, warum dieses Spiel sagt, ja, nach innen ist okay, aber nicht nach außen. So. Okay, dann planen wir das nochmal um. Ich weiß, es müsste eigentlich funktionieren. Ich habe es ja mehr als 100 Mal gemacht, ne? So ist es ja nicht. Ja, Kinder, der Rechner läuft ja nicht von Luft und Liebe, nicht wahr? Und da ich ab Januar 140 Euro im Monat allein für Stromkosten bezahle. Alternativ würde ich sagen, einmal Stream pro Woche. Das könnte ich bestimmt irgendwie hinkriegen, finanziell. Aber so ein Rechner, der kostet auch Strom, nicht wahr? Ich bezahle Kinderlosengeld, ja. Das war mir bewusst. Wenn du ab 25 keine Kinder hast, bezahlst du mehr Steuern, was glaube ich irgendwie. Da gibt's halt, da gibt's extra so Geld, bezahlst du extra Geld für. Voll wild. Naja, damit versucht der Staat so ein bisschen der Kinderlosigkeit im Land Herr zu werden. Und möchte dich damit finanziell reizen. Was ein bisschen blöd ist, weil Kindergeld ist mehr. Es ist wild, die Idee. Okay, wenn ich das jetzt da hinsetze, wäre die Tür hier so dran? Richtig? So mehr oder weniger? Gut, das würde ich, glaube ich, auch noch verkraften können, das Ganze hier. Kommt die Tür halt darüber. So. Boom. Problem gelöst. Und das einfach und elegant. Wie es denn halt mal so ist. Ich habe Geländeabflachen noch angehabt, ne? Vielleicht hat er das deshalb nicht gemacht. Kinder. Was soll ich sagen? Das ist ja richtig wild. Ich würde hier hinten noch ein kleines Betriebsgebäude hinsetzen, wo wir halt die Wasseraufbereitung und die Stromversorgung noch mit hinsetzen. Und dann können wir hier nämlich so ein bisschen so einen Tierpfleger, so einen Backstage-Bereich hinsetzen. Das finde ich gar nicht schlecht, die Idee. Guck mal, das hier kommt erstmal wieder weg. Jetzt kann ich die Barriere wieder fertig setzen. Zack. Und jetzt kommt der große Moment, auf den wir alle gewartet haben. So, ich habe einmal komplett um... Nein, habe ich nicht komplett umrandet. Hier hinten ist noch offen. Zack, jetzt ist es komplett umrandet. Richtig? Sag bitte ja. Ja. Wir holen uns Waschbären. Wischi-Waschi-Wuschbären. Waschbär. Ich bin schon wieder auf die Caps-Lock-Taste gekommen. Caps-Lock.
Eins, zwei, drei. Ich finde, drei Waschbären sind okay. Ja, danke. Und du. Du wurdest auserwählt. So. Ich hätte hier gern mal wieder Play gedrückt, dann dürften die einmal hier mit rein. Die Barriere muss aber noch ein Stück nach außen wieder. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie das läuft. Ihr auch? Ich bin neugierig. Den setzen wir einfach mal hier hin. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, das ist eine gute Idee. Jetzt warten wir darauf, dass die Tiere angeliefert werden. So. Zack. Zack. Und zack. Und weil wir so fresh sind, ziehen wir das einfach ein Stück länger. Nehmen dich und dich und dich. Naja, so gespannt bin ich nicht. Warum sollte es nicht laufen? Ah, weil ich die Sorge habe, dass die alle wieder ausbrechen. Ich muss halt jetzt gucken, wo sind die Ausbruchsstellen? Wo sind die kniffligsten Sachen, dass die mir nicht gleich wieder abhauen? So, Platz. Wasser haben sie nicht genug. Stimmt, da war was. Ansonsten sind wir von Grasland her und allem eigentlich ziemlich gut dabei. Weil du Finger von Kletterbalken nicht lassen konntest. Ja, das stimmt, aber ich mag die halt. Von der Bepflanzung sind wir auch ganz okay. Hier ein paar Sachen, die halt nicht unbedingt ins Gebiet mit reinpassen, aber Schwamm drüber, das passt schon. Zack. Ach, hier wollte ich hin. Genau. Ich stelle fest, wir haben das allgemeine Problem, dass diese kleinen Bären halt überall hinkommen. Ja, gut. Also, die können die komplette Rückwand hochlaufen. Und hier oben können die lang und da unten können die lang. Ja, ist aber auch schwierig, nicht wahr? Kowalski, Option. Ja, was wären jetzt unsere Optionen? Wir könnten versuchen, irgendwas Krasses davor zu setzen, damit die da nicht hochklettern können. Oder? Würde das gehen? Wenn ich jetzt bei Balken gucke. Und wir setzen quasi von der Gegenseite hier sowas vielleicht davor. Ich weiß nicht, hat das genug Grip? Ich meine, hier hinten müsste ich mir irgendwas wirklich Wildes überlegen. Warum ist denn das jetzt schon wieder so? Gibt es eigentlich einen Balken, wo die nicht hoch können? Warum gibt es denn keine Anti-Rutsch-Balken? Da sind ja ganz viele Steine davor. Kommen die da nicht hoch? Finde ich eigentlich eine gute Idee. Nee, Spaß beiseite. Wir gucken uns hier nochmal kurz um. Ich glaube, die Lösung ist zum Greifen nah. Ich habe sie halt nur noch nicht gesehen. Und wenn ich das ist zu groß.
wenn wir sagen, wir machen hier so eine Art Felsfundament noch, also so eine Art Betonfundament drunter. Versuchen das so ein bisschen von der Farbe her dem daneben anzupassen. Oder ist das zu wild? Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir können es versuchen. Oder? Pass auf, wir machen das jetzt einfach mal. Weil die kommen ja auch nicht überall hoch. Ich meine, probieren geht über studieren, oder? Im schlimmsten Fall machen wir es wieder weg. Was habe ich zu verlieren? Du, im schlimmsten Fall kommen die da nicht hoch. Ich meine, wir müssten vielleicht noch ein bisschen am Wasser hier arbeiten. Hier drüben würde ich einfach mal ganz frech probieren. Das hier zu. Also nicht das, sondern anders zu machen. So, und jetzt drehe ich mir das hier nochmal ein bisschen rein. Warum? Aber dann habe ich das Problem, wenn die hier hochkommen, können die auch hier oben langlaufen. Dann sehe ich nicht, ob die da langkommen. Okay, dann habe ich jetzt erstmal die meisten Balken mit dem Ding hier versucht zu fixen. Wir nehmen dich. Waschbär, du bist dran. Gucken uns das Ganze nochmal an. Und stellen fest... Die blöden Waschbären kommen den Beton hoch. Nee, kommen sie nicht. Na, guck mal, hier ist wieder nichts, ne? Warum laggt denn das jetzt so? Also hier vorne wäre jetzt safe. Das ist nur, dass die da klettern können. Ja, ja, die können da schon klettern. Aber wenn ich das jetzt hier hochsetze, ne, dann können die da auch nicht mehr klettern. Zack. Jetzt nehme ich mir hier unten nochmal die Teile. Ziehe die nochmal ein bisschen nach unten, da wo es kritisch ist. Das wäre halt... Ach, wir gucken mal von der anderen Seite, das sieht man besser. Zack. Ich meine, da sind so viele Pflanzen vor, das sieht man sowieso nicht. Da schummeln wir jetzt einfach mal ein bisschen und sagen, du, hör zu, kommt sowieso keiner hoch. Und da das jetzt alles ein bisschen erhöht ist, hoffe ich, dass die Waschbären auf diese Höhe hier auch nicht mehr hochgeklettert kommen. Und dann dürfte es eigentlich passen. Hoffe ich. Oder? Oh, ich sehe sie doch gleich wieder abhauen. Weißt du, was es auch sein kann? Der hier muss noch ein bisschen rein. Weil die können ja durch manche Sachen so ein bisschen durchglitschen. So, nochmal das Ganze. Ich gucke mir dich an. Ich drücke Play. Ich klicke hier weiter. Und jetzt würde ich schrecklich gerne wissen,
Das müsste vielleicht nochmal aktualisieren, oder? Mann, ist das aufregend. Jetzt ist nämlich auch der Platz wieder zu wenig. Also sie haben zumindest jetzt weniger Lauffläche. Das bedeutet, im Prinzip... Ich meine, wir haben 389 Quadratmeter einfach nur Kletterfläche. Ja, weil sie jetzt nicht mehr hochkommen. Das heißt, das haben wir hier oben erstmal gefixt. Größtes Problem für mich in dem Fall wäre... Ich brauche halt noch ein bisschen Wasser, ne? Und habe jetzt schon keinen Platz mehr. Und was machen wir da? Wir schmeißen ein Weibchen einfach wieder raus. Erstmal einlagern. Ich finde, das ist eine solide Reaktion. So, das Wasser kommt hier raus. Und wir werden hier vorne ein kleines Badebecken einrichten. Jo, mach das. Ich versuche hier noch meine Probleme in den Griff zu kriegen. Ich hätte hier gern 100% Stärke drin. Ich hätte einfach das hier gern alles ein bisschen, nur ein bisschen abgesenkt eigentlich. So. Jetzt haben wir zumindest mehr Wasser drin. Gucken wir mal, dass wir das noch gedreht kriegen und da so ein bisschen ran. Das hier vielleicht noch ein bisschen runter. Das hier drüben ein bisschen angepasst. Und das... Ups, war der Rest vom Schützenfest. Jetzt drücke ich Play und gucke mir das mal an. Jetzt habe ich 6 Quadratmeter Wasser. Wie viel Wasser wollen die eigentlich haben, verdammt? Okay. Nächster Plan. Wir planen, den Stein hier wegzunehmen. So, guck mal, das Wasser kommt hier wieder raus. Und ich mache hier hinten so einen kleinen Bachlauf lang. Wäre das nicht lustig? Hätten wir einen kleinen Bachlauf in unserem Gehege? Jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Wasser reinkriegen. Und vor allem wie viel... So, hier machen wir das Ganze noch ein bisschen wieder so abgeflacht. Ich meine, das sind ja Waschbären, ne? Waschbären mögen halt Wasser. Wer hätte das gedacht? Aber ich will denen auch nicht so viel Platz wegnehmen eigentlich. Ups, das kommt hier mal wieder weg. Na komm, Wasser. Wasser, Flieg und Sieg. Okay, das lief jetzt eher semi-optimal. Und da hinten ist wahrscheinlich der Zaun, weshalb ich das Wasser da nicht gesetzt kriege. Hallo Okapi, wie geht's dir, wie steht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Diesem wunderschönen Sonntag. Voller Spaß und Freude. So. Zack. Machen wir hier auch nochmal ein bisschen tiefer. Und setzen das Wasser hier so rein. So, Punkt. Das hätten wir.
Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt das mit den Felsen hier so ein bisschen gerade gerückt? Zack. Den hätte ich gern so, den hätte ich gern so. Dann drehen wir den hier nochmal. Können wir das hier so ein bisschen wie so eine Art Stufe reinkriegen. Und ähnlich würde ich es auch auf der anderen Seite gerne machen. Ach, das ist immer noch der. Das ist auch der. Den hätte ich hier gerne irgendwie so ein bisschen dran. Das ist natürlich nicht so geil. Da wünsche ich gute Besserung. Ich hoffe, der wird schnell wieder. So. Hier auch nochmal ein Steinchen ran. Hier möchte ich endlich auch nochmal einen hinhaben. So. Und so. So kleine Steinhäufchen, ne? Nee, er hat Häufchen gesagt. Und irgendwo hatte ich doch noch. Nehmen wir den Stein. Das schieben wir hier mal so rüber. Das schieben wir jetzt nach da. Ja, so sind es halt so diese Nachbesserungen, wenn man nachher gebaut hat, ne? Hallo Kaselinchen, zurück. Willkommen, also willkommen zurück. Mein Gott, mein Hirn heute. Seht ihr, und deshalb sage ich immer, so wenig Schlaf tut's der nicht gut. Der Zauberling, heute kommen sie aber alle wieder. Das ist ja verrückt. So. So, Waschbär. Du und ich. 2 gegen 2. Haben wir den Abend gerettet? Knurrt mein Magen vielleicht im Hintergrund? Ganz dezent. Und unauffällig. Das mit 6 Uhr quatschen, können wir nichts für. Du bist vor 4 offline. Das ist richtig. Ich habe euch auch nie die Schuld gegeben, oder? Habe ich gesagt, ihr sollt mich nicht so lange aufhalten? Nicht, dass ich wüsste, oder? Aber ich habe gehört, bei Kaselinchen dreht sich es immer nur um Kaselinchen. Nein, Spaß beiseite. Die Frage ist, es sieht nämlich wieder echt uncool aus hier drin. Oh Gott. Aber es ist ja ein Quadratmeter Wasser fehlt mir. Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ach, wieso, das reicht jetzt so. Den lassen wir so. Und der wird sterilisiert so. Aber 2 Waschbären, das gibt keinen Nachwuchspunkt. Vielleicht können wir das Gehege irgendwann mal vergrößern. Ich wollte noch die Einstellung für das Alter der Tiere einstellen, fällt mir gerade ein. Tiereinstellungen. Zack, wunderbar. Jetzt sterben die alle nicht so schnell. So.
Gucken wir mal. Was sagt er? Akzeptabel oder eher nicht so? Was ist eure Meinung? Also würde mich wirklich interessieren, also hier drüben kommt natürlich noch ein bisschen Begrünung hin, dass das ein bisschen abgeschottet ist vom Rest. Aber so im Großen und Ganzen soll das so am Ende aussehen. So, den nehmen wir hier noch mit rein. Bildung kommt gleich noch. Ich wollte nur vorher geklärt haben, ob es einigermaßen ankommt. Hier spielen auch noch viel nach Spendenboxen. Das ist hier alles noch nicht ganz weiter gedichtet. Ups. Den hätte ich aber gerne noch. Hallo, ich will den einen da haben. Genau, so in etwa. Oder ob uns vielleicht noch irgendwas fehlt. Zack, zack, zack. Auch der wird hier nochmal ein bisschen eingedreht. Der kommt hier ein bisschen rein. Raccoon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ich mag ja diese kleinen Bildschirme wesentlich lieber als diese super großen, extrem auffälligen, ne? Die großen sind mir einfach irgendwie immer zu groß. So. Nö, aber das habe ich, brauche ich ja zwingenderweise nicht unbedingt bei Planet Zoo. Ich könnte ja jetzt auch zum Beispiel hiermit bilden. Wollen wir das hier hinstellen? Ich fände das gar nicht verkehrt. Weil dann würden sich die Besucher nämlich hier drängeln und ein bisschen vom Hauptweg wegkommen. Und den Rest regeln wir über Infolautsprecher. So, zack. Dann machen wir hier Plan B. So. Also mein Zoo finanziert sich momentan tatsächlich eher so über Vivarientiere. Das heißt, da mache ich mir gerade eigentlich wenig Sorgen. So. Zack. Hier machen wir ein bisschen runter. Und hier drüben auch nochmal hin. So. Nett. Und dann haben wir hier unsere Raccoons und setzen noch... Wo war es? Dabei Finanzen. Genau. Hier ein hin. Habt ihr eine Lösung für gute oder ein Beispiel für gute Spendenbox-Verschleierungstaktiken?
Kennt ihr da irgendwas? Habt ihr da so Methoden, wo ihr sagt, du, das musst du unbedingt probieren? Weil ich finde die Dinger so porthässlich. Aber ich habe keine gute Idee zum Verschleiern irgendwie. Hier jetzt vielleicht noch, aber... So richtig reißen tut es das auch nicht, ne? Einfach da reingestellt. Zwei, drei Bänke würde ich hier hinten noch hinsetzen. Ja, weiß nicht, ich wollte es gerne irgendwie so ein bisschen spektakulär versteckt haben. Also wenn dann schon Ansprüche und so. Wir machen hier keine halben Sachen. Hätte ja sein können, dass ihr irgendwie so specialige Bauprojekte irgendwo aus dem Workshop kennt. Und dann haben wir doch hier tatsächlich die Bisonprärie soweit fertig. Und das Waschbärgehege. Und sagen wir zu 80% das Reptilienhaus. Hier können wir noch ein bisschen gestalten. Ich guck mir das mal demnächst an mit den... Also ich versuch's mir anzugucken. Versprechen kann ich momentan leider nichts wegen Arbeit und so. So. Gucken wir mal. Aber ich werde es versuchen. Ich schwöre. Hiervon noch ein paar Blümchen. Ich mag auch dieses Schild daran nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Also ich überlege gerade so nebenbei so ein bisschen, was die Spendenboxen angeht. Also richtig glücklich bin ich mit der Gesamtsituation auch noch nicht. Guck mal Discord, sagt sie. Guck mal Discord. Das sind echte, aus dem Workshop. So. Dann kommt hier, wie gesagt, auch nochmal das Geländer hin. Und da würde ich bei dem Geländer tatsächlich erstmal bleiben. Ganz einfach. Weil wir das gerade, zumindest gerade haben. Zack. Ja, ich weiß auch noch nicht so. Also ich muss leider gestehen, das hat mich jetzt nicht so geflasht. Das ist mir ein bisschen... Die ganz oben sind mir ein bisschen zu wild. Da bin ich so ein bisschen... Da bin ich so antikitschig. Ich meine, Klonkriegerhelme für die Wohnung, ja klar, warum nicht? Aber... Ups, es war zu... So. Ich überlege noch. Muss mal kurz was trinken. Ach, lecker Schmecker. So.
Es ist ein einfacher Zaun. Der ist jetzt nicht besonders. Der ist schlicht. Einfach kriegen so ein bisschen das Parkanlagen-Feeling für den Nordamerika-Bereich hin. Den ich mir hier so ein bisschen gewünscht hatte. Und dann könnten wir hier drüben so ein Restaurant hinsetzen, hatte ich mir so überlegt. Und Pumas und Wölfe. Die würde ich auch gerne noch sehen. Oder Bären. Bären wäre auch ganz gut. Bären würde ich cool finden. Ich habe auch noch so viele Tiere im Handelszentrum. Die würde ich auch gerne noch loswerden. Wisst ihr, was ich meine? So, Stunde haben wir noch. Wir müssen halt mal ein bisschen Gas geben. Und mit wir meine ich mich? Nee. Ne, Nordamerika wartet nicht auf uns. Und schwupps. Ah, das ist noch nicht so richtig. Das muss anders. Das muss alles etwas anders. Ich muss auch sagen, das ist, also dieses Themenbedingte, dass alles ein bisschen gleich ist, das fehlt mir bei uns hier im städtischen Zoo tatsächlich auch. Die haben wunderschöne Szenerien gebaut. Also die Gehege sind teilweise echt gut gelungen für so einen kleinen Zoo. Aber du merkst, dass halt verschiedene Gehege von verschiedenen Architekten gebaut sind. Und so fühlt es sich manchmal bei Planet Zoo auch an, dass es alles ein bisschen unstimmig ist. Wenn du halt zwischen Afrika und Asien hin und her switchst und alles so groß in Kulisse gesetzt ist. Ich weiß es nicht. Wenn die Übergänge gut gestaltet sind, ist das auch alles okay. Aber wenn du so von jetzt auf gleich so diesen Catch hast, dezenter finde ich nichts. Ja, vielleicht muss ich auch einfach mal selbst was überlegen. Ist ja auch ein bisschen der Reiz des Spiels. Ist einfach mal die kleine Glühbirne da oben im Kopf wieder einschalten. Ich weiß, wir sollen alle Strom sparen und so, aber also irgendwann ist ja mal Schluss mit lustig. Ausnahmsweise mal, oder wie? Ja, also eigentlich laufe ich unter Energiesparmaßnahme, bin ein öffentliches Gebäude, aber manchmal habe auch ich so lichte Momente, wo ich sage, boah, guck mal, der Kopf, der hat ja doch funktioniert. Ja, mach das mal. Aber ich danke dir fürs Bescheid sagen. Dann fühlt man sich nicht ganz so allein gelassen. Hier können wir bestimmt nachher nochmal ein bisschen was hinstellen. Vielleicht so eine kleine Statue oder sowas. Die benutze ich auch alle viel zu selten. Gerade so Dekoration und Szenerie fehlt bei mir größtenteils komplett im Zoo. Also so dieses zwischen den Gehegen. Da lasse ich mir immer viel zu wenig Zeit für. Und dann ist das immer alles so klatsch, klatsch, fusch, fusch, hingeklatscht. Klatsch, klatsch, hingefuscht, wollte ich sagen. Ach. Ja. Tü-tü-tü-tü-tü.
Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob diese kleine Randbarriere so für zwischendrin daher für den ganzen Zoo ausreicht. Wobei ist es tatsächlich so neutral, dass ich sagen könnte, wir können es in Afrika, wir können es in Asien, wir können es in Nordamerika benutzen. Und die nächste Frage wäre, wollen wir das Ganze so ein bisschen rundgangartig anlegen? So. Dass das Ganze halt ein großer Rundgang wird durch den Zoo. Und wir einige Gehege quasi reinsetzen. Das ist richtig hinsetzen hier. Ich muss auch gestehen, ich bin am Überlegen, ob ich die Präriehundanlage hinten einfach weglasse. Und dafür irgendwas anderes Tolles hinsetze. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was ich da hinsetzen sollen würde. Vielleicht nochmal gucken, welche Tiere im Nordamerika-Teil noch so zur Verfügung stehen. Und hier wird vielleicht mal gerade ganz kurz geschummelt. Tada! Fällt kaum auf. Weil das die Präriehunde sind halt sehr kurzlebig und vor allem sie vermehren sich dolle und stehen dann auf einmal weg. Und dafür ist das Gehege einfach nicht einfach zu groß. Schauen wir mal nach Nordamerika gemäßigt und Graslandschaft. Wir hätten noch die Option Biber oder die Option Biber. Elch wäre noch eine Option. So, ich lege mich nochmal hin. Mir hängt der Tag von gestern noch immer zu sehr nach. Wir schreiben uns und sehen uns später. Jawohl, ich danke dir vielmals. Und wirklich, das sah echt nice aus. Also deine Zeichenkünste möchte ich irgendwann mal haben. Wenn ich das zeichne, sieht das immer aus wie ein Unfall. Aber ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Schalt ab und Kopf hoch. Ich meine, es sagt sich so leicht, ne? Und vielen Dank fürs Einschalten. Was könnten wir noch in Nordamerika setzen? Wir hätten den Puma noch. Wir hätten den Rotfuchs noch. Wir hätten das Stinktier noch. Wir hätten den Grizzlybären noch. Und den amerikanischen Biber. Warum ist denn jetzt meine Stimme so? Einen Wolf hätten wir auch noch. Ich bin für Elch. Meinst du, hier drüben würde sich ein Elchgehege gut machen? Also ich suche hier momentan einen Ersatz für das hier, ne? Und da ist der Bärenhummel. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Deine Stimme macht gerade ein bisschen schlapp. Ich brauche mehr trinken. Hummel, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast den Abend gestern noch gut überstanden. Du hast ja noch sehr lang gemacht. Und ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass wir noch so ein bisschen länger deinen Channel in Anspruch nehmen durften.
Ich hatte mich gestern noch so lang, es war tatsächlich so gar nicht mehr beabsichtigt, mit Riosko unterhalten. Es ist auch ein bisschen länger gegangen, als wirklich geplant war. Ich habe gesehen, du hast noch sehr, sehr lange gezockt. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. So, wir setzen hier nochmal den Zaun auf der anderen Seite ein bisschen weiter. Dann können wir noch ein bisschen versöhnen das Ganze. Ihr wisst schon, versöhnen. Was war das jetzt für eine Aktion? So, zack. Hier nochmal, da nochmal. Dann gehen wir hier drüben auch noch mal lang. Und wir ziehen uns einfach das Steinchen hier unten. Ich bin etwas platt, planungstechnisch, und wollte dich fragen, ob du morgen etwas Zeit für mich erübrigen könntest, egal wann. Warte, morgen ist Montag. Jetzt muss ich ganz karg überlegen, ich habe Spätschicht, das heißt, ich habe 16.30 Uhr Feierabend, wenn es gut läuft. Sagen wir eher 17 Uhr, das heißt, ich bin 17.30 Uhr zu Hause. Sagen wir 19 Uhr? 19 Uhr plus minus 5 Minuten. Und dann können wir auch das gerne mit dem Tablet einrichten. Oder mit dem Handy, je nachdem. Je nachdem, wie du Lust, Laune und verzweiflungstechnisch drauf bist. Wenn das für dich okay ist. Warte, ich trage das ganz kurz in den Kalender ein. Big Business Dan und so, ihr wisst schon. Wir überlegen einfach mal ganz angestrengt, welches Datum wir morgen haben. Es ist meistens der Tag nach heute. Da. So, jetzt machen wir hier Uhrzeit. Oh, 19 Uhr. Ich danke dir, liebes Handy. Da warst du schneller als ich. Und Titel sagen wir der Hummeltermin. Zack. Das haben wir. Das kriegen wir hin, Hummel. Irgendwie. So, was baust du nun? Ich mache gerade ein bisschen Deko. Ich habe heute den Stream ein bisschen abgekürzt. Ich bin nämlich auch erst um 6 ins Bett. Das, wie gesagt, ich habe mich mit Riosko echt gestern ein bisschen dolle verquatscht und wir hatten nachher über Gott und die Welt noch geschwafelt, also privat. So Kennenlernrunde quasi. Deswegen machen wir bis 19 Uhr. Und dann spiele ich noch privat mit meiner besten Freundin. Und heute haben wir das Gehege für die Waschbären zu Ende gebaut. Das hatte ich ja neulich schon mal ein bisschen angefangen. Falls ich heute verwirrt wirke, es liegt daran, dass ich einfach scheiße spät ins Bett bin und scheiße früh wieder raus. Aber es ist meine Schuld, hat mich das Kaselinchen gelehrt. Genau, die Waschbären haben quasi so ein kleines, ich sag sehr oft quasi, ne? Diese Waschbären haben im Endeffekt hier ein kleines Gitter vorne gekriegt. Und hier auf einer zweiten Bahn nochmal mit Glasscheibe, dass man hier die Möglichkeit hat, nochmal näher ans Tier ranzugehen. Und hier haben wir heute das kleine Häuschen. Da, ich Kaselinchen mobbt mich. Egal, was ich sage, das Kaselinchen macht mich fertig. Da fragt man sich, wo kommt meine Unsympathie gegen Bayern her? Schnief. Nein, Entschuldigung, war ein Spaß.
genau, wir haben jetzt so ein bisschen das Innengehege fertig gebastelt, dass die auch bei beschissenem Wetter hier drin ein bisschen Ruhephase haben und sind jetzt dabei, hier so ein bisschen die Parkanlage hübsch zu machen. Habt ihr auch so ein Piepen im Ohr? Ich hab da noch gar nicht gesungen, oder? Ja. Also heute habe ich wirklich noch nicht sehr viel geschafft, was ich am Freitag, ich habe nebenbei einen Stream geschaut. Nee, Quatsch. Freitag nicht, da war es YouTube. Und da habe ich hieran gebastelt. So ein bisschen nebenbei. Und habe mir hier für die Flachland-Gorillas. Du meinst die kleinste Violine der Welt? Ja, die sowieso. Ja, habe mir hier für die Flachland-Gorillas ein kleines Außengehege einfallen lassen. Mit dem Versuch, hier drin noch ein kleines Innengehege hinzupacken. Du, Stan. Ja, hier, Stan. Ich bin Stan. Guten Tag, ich bin Stan. Wie kann ich weiterhelfen? Du baust. Sehr schön. Danke. Das brauche ich manchmal, weil mein kleines instabiles Ego sich von den Komplimenten aus dem Chat aufbauschen lässt. Ja, so ist das. Ich bin nochmal ganz kurz ums Eck. Siehst du, wegen so Menschen wie Kaselinchen weine ich nachts immer im Bett. Da bin ich wieder. Musste kurz. Ich finde das mega geil, dass du das manchmal schon so vorplanst, wie mit dem Affenhaus. Ja. Das Problem war, ich wollte halt viele Tiere reinkriegen und hatte absolut keinen Plan, wie ich was wohin setzen möchte. Und damit ich nachher im Endeffekt schon mal so ein bisschen vorbauen kann und halt auch in 3 Wochen noch weiß, wie ich was haben möchte, habe ich mir so überlegt, hier kommt halt das Innengehege für die Bonobos hin und dann hier die Außenanlage. Hier hinten kommt eine Felsrückwand hin. Hier hinten kommt der Rest vom Affenhaus hin. Das ändert sich halt manchmal noch ein bisschen, wie man hier sieht, von der Größe her. Aber dass ich so in etwa eine Ahnung habe, wo ich was hinsetzen möchte. Genau, die Gorillas sind jetzt hier eingezogen. Die haben viel Lauffläche bekommen. Hier drüben kommen Katas und Varis rein. Die Varis kriegen hier hinten ihr Innengehege. Also ihr dürft euch das so vorstellen, da wo hier diese etwas abgesenkteren Bordsteinkanten quasi sind, kommt Gitter hin und die kriegen ja noch so ein kleines Häuschen, so ein Rückzugsgehege. Hier drüben kommen die Mandrills rein und die Mandrills kriegen dann hier ihr Innengehege, ihr Schaugehege und hier drüben das Außengehege. Und bei den Mandrills wollte ich eigentlich eine relativ große Gruppe reinsetzen. Ich weiß aber nicht, wie weit die Gruppengröße bei den Mandrills ist. Ein Männchen, 9 Weibchen, das sollten wir aber hinkriegen, oder? Ich meine, ich weiß es noch nicht so genau. So, ihr Lieben, ich lurke mal ganz vorsichtig um deine Waschbären herum. Das ist vollkommen okay. Und gewünscht. Waschbärlurken ist das beste Lurken. So, hier drüben, wie gesagt, die Bonobos, die sind jetzt noch im alten Affenhaus. Aber auf lange Sicht möchte ich alles an afrikanischen Menschenaffen hier rüber haben. Hier mit der Inneneinrichtung bin ich auch noch nicht so 100% zufrieden. Da wird noch ein bisschen was passieren. Das kann ich schon mal vorab sagen. Genau. Und hier halt die Fabse Otterbucht, wo wir ganz viel Zeit verbracht haben. Wo wir auch momentan noch hier und da ein bisschen basteln, aber ich springe wieder gern so ein bisschen hin und her. So die Projekte, die uns gerade... Das Licht sieht aber sehr gut aus im Innenbereich. Dankeschön. Mit Lichtern probiere ich mich momentan so ein bisschen rum. Ich bin noch nicht so der Lichterbautyp und probiere gern. Das ist zum Beispiel hier auch bei den... Bei denen hier, bei den Mississippi-Alligatoren, auch hier habe ich so ein bisschen mit Licht versucht rumzuspielen.
weil es hier doch sehr dunkel ist und ich wollte das halt in Szene gesetzt haben. Das Krokodilgehege. Oder Alligatorengehege. Ich wollte, dass es halt so ein richtiger Banger ist. Weißt du, die ganzen kleinen Gehege hier hinten, also die kleinen Vivarien, die kleinen Terrarien. Dass du einfach durchgehst und du hast einfach, bam, das Herzstück der ganzen Anlage. Ironischerweise war es hier auch mit den Spendenkästchen nicht so schwierig, weil die kannst du ja einfach hinter die Wand setzen irgendwo. Das ist super einfach. Da oben wollte ich mir auch noch irgendwas überlegen. Ich habe noch so lange Liste. Aber wisst ihr, das ist gut. Wenn wir eine lange Liste an To-Dos haben, dann bauen wir noch sehr lange. Und sehr lange bauen heißt, wir streamen auch noch lange Zeit. Hoffe ich. Ah, mein Ohr juckt. Ach ja. Oh nein, wir machen Minus. Ist ja schrecklich. Das heißt, wir brauchen auf lange Sicht wieder Geld. Das heißt, wir brauchen wieder Futterstände und Toiletten. Sagt ihr, ein Verschwand für 5 Jahre spurlos? Ja gut. Manchmal hat man das, dass man so überlegt. Mensch, jetzt könntest du aber auch langsam aufhören mit Streamen. Aber dafür spiele ich zu gerne. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt wieder öfter für mich zu spielen und weniger für den Stream. Einfach das seelische Wohl ein wenig auszubessern. Wo planen wir denn das Restaurant hin, ihr Lieben? Lasst uns mal kurz grob abstecken, wie wir hier die weitere Planung haben wollen. Ich stibitz mir hier mal ein Osterei. Das Stancho Osterei-Prinzip. Jeder kennt es. Weißt du, ich hab schon extra keine Beziehung. Ja, nur deswegen. Gibt keine anderen Gründe. So, hier Zäune nehmen wir alle mal weg. Ihr kommt mal nach hier. Und wir schauen mal, dass wir das alles ein bisschen zusammengestaucht kriegen. Wasseraufbereitung hätte ich gerne irgendwo hier hinten. Na, hier wollten wir sowieso noch den kleinen Bereich für Dingsy bauen. Mit ein bisschen Bumsy. Wir alle kennen es. Dieses kleine Dingsy-Bumsy-Prinzip. Prinzip, ich hab's schon wieder gesoffen. Was willst du denn noch für Tiere? Das ist die Frage. Mein Plan wäre jetzt, im ähnlichen Prinzip, wie wir hier gebaut haben, hier nochmal die Rothunde die Rotfüchse hinzusetzen. Sodass wir dann ja, ich weiß auch noch nicht so recht. Die Stinkies könnten wir eigentlich auch noch hinsetzen. Okay, dann machen wir folgenden Plan. Dann kommen hier drüben die Stinkies rein. Dass wir so eine Art Kleintierspalier machen. Hier zwischendrin kommt ein bisschen Bepflanzung. Da legen wir jetzt mal einfach, oder stellen wir mal ganz. Ja, genau. Nordamerika, das passt ganz gut rein. Die standen noch zur Option. Wir hatten das vorhin mal ganz kurz durchgeschaut. So symbolisch setzen wir hier noch einen Busch hin, dass wir wissen, hier drin in der Mitte kommt Bepflanzung hin. Weil ich hätte es halt gern so ein bisschen klassisch. Tierpark, also tiergartenmäßig oder zoomäßig, so City Zoo. Hallo Herzrasen.
Ich hoffe, es geht dir gut. So, dass wir dann hier die Rotfüchse reinsetzen. Hier die Stinktiere. So, dann haben wir das doch schon mal sehr schön durchgetaktet. Ja, kann mich nicht beschweren. Und dir, Nacht überstanden. Ja, und den Morgen. Und so weiter. Ich wollte gerade sagen, die Biber, die würde ich dann hier so. Oder hier vorne. Ich fürchte fast, wir werden nicht alle Tiere mit reinkriegen. Ich meine, wir können es versuchen, etwa. Wir denken zu oft ähnlich. Das macht mir Angst. Das geht uns allen so. Es denken sehr viele Menschen mit mir sehr ähnlich. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Also, die Kleintiere würde ich gerne mit reinnehmen. Wir hätten hier nachher noch Platz. Die Präriehunde nehme ich doch wieder raus. Das wird mir zu wild. Kontinent Nordamerika. Wir hätten noch Biber im Angebot. Grizzlybär. Puma. Und den Timberwolf. Ich kann doch bestimmt irgendwie sowas Abstimmungsgedönsiges machen, oder? Puma wäre aber auch geil. Also theoretisch haben wir hier die komplette Fläche noch für Nordamerika und diese ganze Fläche. Hier beginnt dann Asien, womit wir dann den Rundgang wieder hätten. Der irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Wobei, doch, klar, der funktioniert. Und wie der funktioniert. Dann kommt hier das Asientor hin. Und dann geht es einmal durch Nordamerika, durch Asien durch und wieder hier zurück. Das wird total toll. Kasinchen sieht man selten. Was sieht... Okay, Entschuldige, jetzt hatte ich gerade nicht aufgepasst. Was sieht man selten? Den Puma jetzt, ne? Entschuldigung. Ich überlege gerade, ob wir nicht hier dann das Puma-Gehege. Aber Pumas können klettern, ne? Das wird mit den Baumstämmen echt mies und die will ich nicht wegnehmen, weil die halt die Außenbarriere fürs Nordamerika-Reptilienhaus ist. Ach, was machen wir da? Welche nicht kletternden Tiere haben wir denn noch zur Auswahl? Den Wolf. Den Grizzlybär. Und den Biber. Pass auf, ich wäre tatsächlich hier für den Grizzlybär. Und zwar auf... auf ganz süßer Basis. Das ganze Grizzlybär-Gehege würde sich dann am Ende hier hinten
langziehen. Auf ganz süßer Basis. Entschuldigung, ich habe am Wochenende wieder ein Apo Red Video gesehen. Danach habe ich immer so eine Woche dieses auf ganz süßer Basis im Kopf. So viel Platz brauchen die Grizzlybären gar nicht. Die werden hier hinten ihr Gehege kriegen. Muss man nicht wissen, Herzrasen. Das muss man nicht wissen. Das dürfte für die Grizzlybären tatsächlich hinkriegen. Und das fände ich ganz süß, weil wir könnten hier oben nochmal einen Ausguck machen. Nein, 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 du brauchst keine ganz süße Basis. Das glaubt mir einfach. Das ist nichts, was man unbedingt brauchen müsste, würde sein tun. Wirklich. Wischt da, was wir da machen? Coole Emotes allerdings. Ja, danke schön. Die habe ich mal eines schönen Abends 0815 bei OwnTV gekauft. Aber ich liebe sie trotzdem. Das nimmt ein bisschen die Persönlichkeit natürlich raus, aber ich bin trotzdem ein ganz großer Fan. Das Terrarium hier, das fliegt raus. Habe ich jetzt gerade so mal eben beschlossen. Das hätte ich sowieso niemals wieder fertig gebaut. Das wäre eins von diesen unfertigen Sachen gewesen. Was machen wir hier? Wir machen hier eine Unterstandshöhle. So ein Unterstandding. Auch hier wieder auf ganz süßer Basis. Und zwar soll das Ganze am Ende so aussehen. Nee, gar nicht. Die werden ihren Schlafplatz hier hinten kriegen. Es ist eigentlich wirklich eher so ein Unterstand geplant. Mein Plan wäre jetzt hier... Ich will das nur mal kurz anskizzieren, damit wir das in ferner Zukunft wissen. Dass das in etwa hier so abläuft. Na, wir werden hiermit quasi die untere Ebene so ein bisschen gerade halten und können dann aber, das wird nachher alles natürlich wesentlich detaillierter aufgesetzt, dass wir hier wieder diesen Versatz quasi planen können. Dass das ein bisschen abgesackt aussieht und die hier noch so einen kleinen Rückzugsort haben. Und dann kann der Besucher von hier aus nochmal ins Gehege gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen Platz reinkriegen, wir aber das Gebäude nicht versetzen müssen. Wir erweitern quasi das Gehege ins Gebäude rein. Da ist quasi Schlafplatz oder Unterstellplatz, Rückzugsplatz Nummer 1. Und hier hinten werden die Rückzugsboxen reingesetzt. Und da würde ich quasi zwei von der Größe nehmen als Schlafboxen. Dazu werden wir, wie gesagt, wir skizzieren das erstmal nur an, damit wir dann nächste Woche komplett durchstarten können. Ich reiße das hier mal weg. Auch das war ja nur anskizziert. Hört sich gar nicht so süß an. Was genau? Eher logisch. Also meiner Erfahrung nach klingt hier erstmal nichts logisch. So, jetzt haben wir folgendes Ding.
Ich hätte gern, dass die Grizzlybären nicht so arg vom Besucher genervt sind. Bedeutet, wir machen hier ganz klassisch, wie es in Zoos zu sehen ist, einen Wassergraben hin. Ja, so in etwa. Auch hier wieder auf sehr süßer Basis. Bei solchen Steilanlagen, ich begradige das hier mal ganz kurz wieder, ist es wichtig, dass die vorderste Ebene immer niedriger ist als der Teil der Besucher. So in etwa. So dass der Besucher immer von hier aus hier hinten ungefähr auf Augenhöhe ist. Das bietet dem Gehege nochmal ganz viel Tiefe. Ist so ein optisches Ding. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Ich weiß nur, dass so ein Trick existiert. So. Setzen wir das hier nämlich hoch. Dass wir so ein bisschen Gebirgsfeeling reinkriegen. Und setzen hier das Wasser nochmal runter. Wir lernen was und das am Sonntag. Ja. Den Badebereich würde ich auch relativ großzügig gestalten. So, hier nochmal lang. Das heißt, wir haben hier erstmal eine schöne Abgrenzung zum Gehege hin. Das Ganze würde dann erstmal so aussehen, dass die in der Länge viel Lauffläche haben. So. Zack. Wie gesagt, hier kommt dann nochmal so ein erhöhter Platz hin. Da wird es hier wahrscheinlich so eine Art Felsformation geben. Und an dieser Felsformation wird es dann so aussehen, dass der Besucher von oben nochmal ins Gehege reingucken kann. Oder auch über Scheiben dann. Da werde ich mich aber dann erst für entscheiden. Zack. Wasser. Und dann können wir wie machen wir das am ungünstigsten? Ich hätte nämlich wirklich gern die Biber noch mit hier drin. Hallo Hennis, einen schönen guten Tag, aber ich muss leider gestehen, bald ist Feierabend. Wir werden das so machen, dass hier vorne das Restaurant hinkommt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, der war jetzt auch eher so, dass hier nicht jeder was lernen kann. Das ist uns hoffentlich allen klar, oder? Der ein oder andere wird es halt schon mal gehört und gesehen haben. In vielfältigster Form. So. Und dann haben wir hier zum Beispiel dann die Möglichkeit, noch ein Tier mit reinzunehmen. Und ich habe noch nicht die geringste Ahnung, welches. Ich würde fast für den Biber plädieren. Oder doch ein Puma. Habt ihr Bock, dass wir hier einen Puma reinsetzen? Da
das Herzrasen, das führe ich tatsächlich öfter. Und bei einigen ist es tatsächlich als das Stansche Ostereier-Prinzip bekannt. Trag diese Information in die Welt hinaus. Hier habe ich gerade die kleine Idee. Sie ist winzig, diese Idee. Nur der Hauch einer Idee, um ehrlich zu sein. Wir werden das hier mit Gitter lösen. Und hier werden wir Scheiben einbauen. Hier wird Fels hinkommen. So. Und hinten zum Restaurant werden wir auch Gitter setzen. Ja. Pass auf, wir werden das aber hier abgrenzen, weil ich möchte hier zwischen Restaurant und Gehege tatsächlich gerne ein bisschen begrünen. Wie gesagt, es sind alles nur erstmal so ein paar Skizzen, um nachher sehen zu können, wie ich den Teil des Zoos planen kann, so ein bisschen für die Zukunft wappnen kann. Das ist das, was wir die nächsten Wochen machen werden. So. Auch hier wird es dann nochmal einen kleinen Zaun geben. Und dann haben wir hier das Puma-Haus. Und das werden wir so gestalten, dass die halt auch ein bisschen die Möglichkeit haben, sich zu verstecken, sich ein bisschen zurückzuziehen. Muss jetzt nicht unbedingt sauber sein. Die Liniensetzung, es ist wirklich bloß, damit ich weiß, was habe ich wo geplant. Wenn ich jetzt so wie jetzt gerade so eine Idee habe, wie ich was haben möchte, skizziere ich das meistens so. Ob es jetzt genau hier der Zaun langläuft, ist sowas von Wumpe, Freunde. Ne? Boah, voll die Challenge-Idee mit dem Osterei-Prinzip. Wieso? Dann kann man zum Beispiel jetzt hier hinten noch das Innengehege für die Stinktiere reinsetzen und macht sich einfach hier hinten so ein Tierpflegerbereich, dass hier quasi der Tierpflegerweg lang geht. Auch hier wieder nur skizziert. Zack. Da kann man dann noch so Futter, zum Beispiel Futter, Strom, Wasserversorgung hinsetzen und sagt dann, du, das Gehege ist alles ein Mitarbeiterbereich. Bedeutet, dass diese Mitarbeiter für diesen Bereich nur für diese Gehege zuständig sind. Man hat so eine Art Tierpflegerrevier gegründet. Hallo Tamriel. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Aber auch dich muss ich leider enttäuschen, wir machen gleich Feierabend. Weil Stan hat tatsächlich heute noch Privatleben. Denkt ihr euch jetzt? Zu Recht. Wie kann das passieren? Wie konnte Stan so schnell eskalieren? Ich hab dich überlesen.
Hast vorhin schon... Entschuldige, du hast die gleiche Farbe wie Herzrasen bei mir, dieses Giftgrün. Und eure Namen sind auch exakt gleich lang. Da muss ich... Dann tut's mir echt leid. Es war keine Absicht. Ja, weil ich mich freue. Freut euch mit mir. Wäre ich dabei? Klingt ganz cool. Ich hatte schon mal so ein Community-Projekt, so ein ähnliches geplant. Ich habe es auch angefangen, aber ich habe es nie zu Ende gebracht. Ach, das ist Hennes. Weißt du, Hennes kommt wieder rein und hat gleich wieder was zu kritisieren. Wie merken wir uns jetzt, welches Tier wohin sollte? Wir nehmen uns einen hübschen Bildschirm. Einen von diesen Nichtbildungsbildschirmen. Red. Reindeer. Rotes Känguru. Roter Fuchs, genau. Kann man ja mal drüber quatschen. Ist eine schöne Idee, kann man definitiv mal drüber quatschen. Hier sollte der Skunk rein. Oh, wie heißt ein Skunk im Spiel? Es hat doch wieder irgendeinen komischen Namen gehabt. Hier, Streifen. Strapped Skunk, genau. Ist auch manchmal schwierig. Ja, Streifenskank, aber in dem Spiel ist, ja, auf Englisch, aber ich habe das englische Wort gesucht. Und Puma ist ja Cougar. Ja. Ah, ich habe hier noch keinen Strom, aber dann weiß ich zumindest, was ich haben wollte. Und das Restaurant und Grizzlybär werde ich mir noch merken können. Dann haben wir den Teil hier hinten noch schon mal hübsch ausgebaut, oder? Oder was sagt ihr? Auf Englisch, da bist du selbst schuld. Nein, Hennes, bei den Dingern ist das Ding auf Englisch eingestellt. Weißt, wenn du klugscheißen willst, dann bitte richtig. Ich will eine Statue. Von was? Kaselinchen? Wieso jetzt? Wo kommt die Statue her? Ja, bei den Texttafeln ist es leider, dass die auf Englisch sind. Ansonsten bräuchte ich nämlich erst das Tier drin. Oh, okay. Okay. Habe ich hier da irgendwas überlesen? Gut, wir haben hier erstmal soweit geplant. Bis hierhin geht dann quasi der Bereich. Und dann können wir uns hier mit Asien befassen. Und dann bin ich eigentlich schon fast zufrieden. Wir gucken, wo wir hin raiden. Vielleicht ist ja wer Nettes da. Wir haben uns heute mal so ein bisschen mit dem Waschbärgehege hier befasst. Dann machen wir doch einfach mal das hier.
und ein hübsches F12. Macht noch mehr Ostereier-Content. Rudi Rennkamel tatsächlich. Der plant auch so seinen Kram. Hab jetzt 38.000 Arthaltungspunkte zusammenbekommen. Nicer Scheiß. Aber Tamri... Ja, stimmt, du hast vorhin geschrieben, ne? Oder war das gestern? Ich bin mir gerade nicht sicher, dass du Tiere gefarmt hattest, ne? Also Arterhaltungspunkte gefarmt hast. Da macht's gerade Klingeling in meinem Ohr, was das angeht. Okay, ich nehme an, dass das Tierhaus für die Pumas eher so hier hingeht. Dass wir das Gehege noch ein bisschen vergrößern werden. Da bin ich aber noch nicht ganz sicher. Da schauen wir dann einfach mal. So, wir drücken hier auf Speichern und Planet Zoo beenden. Gehen auf Talk. Hallo. Ah, mit Jaguaren und Tigern und am Anfang, um sich die dann zu leisten mit kleinen Pandas. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, Stanny ist müde. Ja. Gucken wir mal, wer noch live ist. Zack. Tweets. Da ist Tweets. So, ich mache mich gleich mal auf stumm. Warum kriege ich mich denn nicht stumm? Ach, ich bin stumm. Das ist schön. Abwehrmodus will ich jetzt gerade mal nicht aktiviert haben. Man hat gesehen, wie das geblendet hat. Ja, das passiert manchmal. Was haben wir hier? Ach, Gronkh. Gronkh ist live. Wollen wir Gronkh raiden? Mit unseren 21 Zuschauern? Der wird bestimmt weinen vor Freude. Nein, Spaß beiseite. So. Monte. Ja, Monte raiden. Ist auch so ein emotionaler Mensch. Irgendwer, den ich kenne. Hennes hatten ja neulich schon mal vorgeschlagen. Alex Changer. Ich habe nur Gronkh in der Anzeige drin. Monte gucke ich nicht so gerne. Ansonsten habe ich erstmal in der Bubble niemanden, der gerade passen würde. Wer ist Kunji? Achso. Hat aber 349 Zuschauer. Da bin ich ja. Das wäre mir ein bisschen peinlich. Ich wäre eher für Alex Changer, der ist so ein bisschen, weißt du, mein Vorschaubild ist natürlich die Ostereier. Der spielt gerade Ark, ne? Ich sehe es gerade, der ist auch bei mir in der Liste. Ich würde aber gerne zu Planet Zoo rüber raiden. Und da auch gerne wen Schmales. Kunchi kenne ich nicht, nein. So. Paschuf. Wir gehen mal zu Alex rüber. Wir sagen dem Hallo, der hat nicht viele.
Wobei sie ja auch sehr freundlich aussieht. Ich finde dieses Raiden immer sehr anstrengend. Aber das ist nicht nur Planet Zoo. Der spielt Planet Zoo. Der ist so Mental Health mäßig ein bisschen unterwegs. Der macht halt sehr viel Yoga, sehr viel Sport noch nebenbei. Und der spielt auch gerade Planet Zoo. Und der bastelt auch gerade ein bisschen. Der ist eigentlich ein sehr netter. Hennes hat ihn neulich schon mal empfohlen. Ich habe den schon kopiert. Ich werde es gleich nochmal. Was? Wieso streamfrei? Das wollte ich gar nicht. Ich habe doch den Namen hier kopiert. Brudi, was los? Mach mal nicht. Den da. Da wollen wir hin. Oh, Dankeschön. Cesar 1975. Vielen, vielen Dank. Und hallo, wir wollten gerade Feierabend machen. So als kleiner Hinweis. Da würde ich gleich hin raiden. So, zack. So in die Richtung. Dieser Kanal bietet nur für... Halt, stopp. Ja, nicht, dass du gerade reinkommst und ich verschwinde. Für Follower und Abonnenten finde ich schwierig. Da bin ich kein Fan von. Ach, ich hasse Raiden so ein bisschen. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ich finde auch ein bisschen. Ja, mir wurde gerade angezeigt, dieser Kanal, also der von Alex Changer, bietet Chat nur für Follower oder Abonnenten an. Aber ich möchte nicht, dass mein Chat gezwungen ist, bei irgendwem zu followen, nur um dort schreiben zu können. Herzrasen, ich habe schon geguckt. Ich gucke immer erst in meine Liste von Leuten, die online sind. Wer von denen online ist, was gespielt wird. Und dann schaue ich bei Planet Zoo. Und dann entscheidet euch jetzt. Und macht schnell, weil ich habe gleich noch Termin. Louis. 7 Zuschauer, das finde ich solide. Da gucken wir nochmal hin. Privatleben, ich habe davon gehört. Wir gucken darüber, sagen Hallo, gucken, was die Feine macht und sind alle ganz lieb. Richtig, Hennes? Wir sind lieb und anständig. Ich möchte dich nicht im Allgemeinen direkt nennen. Jawohl, für alle, die am Handy oder am Fernseher sitzen, da geht's hin. Hab mich sehr gefreut, war leider ein kurzer Stream, aber das andere ist mir jetzt auch sehr wichtig, da will ich unbedingt hin. Und hab mich wirklich sehr gefreut. Wir haben heute ein bisschen was geschafft, das macht mich ganz stolz. Mal wieder ein Gehege abgeschlossen. Und dann sehen wir uns voraussichtlich am Donnerstag wieder. Dienstag ist mir was dazwischen gekommen. Vielleicht gibt es einen Spontanstream, ich muss mal gucken. Und jawohl. Hat mich sehr gefreut. Ich hau jetzt nochmal ganz kurz in den Endscreen rüber und dann sehen wir uns drüben. Bis gleich.